Aufnahme. Läuft. Handy. Oh, warte kurz, ist immer, wie immer natürlich, muss ich es erst noch ausschalten. So, ist aus. Tee oder Kaffee? Ich hab hier so einen Bollerwagen neben mir stehen mit diversen Kaltgetränken, weil wir nehmen ja heute am Vatertag, am Herrentag auf. Ja, also mein Bollerwagen, der ist, also eigentlich besteht mein Bollerwagen gerade aus einer Tasse, in der Himbeersirup mit Wasser drin ist. Achso, viel besser. Ich mach mal das Intro. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Countdown Podcast Folge 71. Ich begrüße Hallihallo. Bei mir wieder den Frank. Ich habe zu lange Pause gemacht, gell? Was hat dich verwirrt? Genau. Irgendwie mein Kopf war schon weiter. Ich wollte jetzt irgendwie die Pause unterdrücken. Genau. Hallo, Christopher. Ich hatte noch die letzte Fanfare abgewartet vom Intro. Weil ich finde, das klingt so schön Star Trek-ig. Hast ja vollkommen recht. Ja, wir nehmen heute am 10. Mai auf, Donnerstag. Es ist Vatertag. Und man könnte ja so ein bisschen behaupten, Elon Musk hat sich einen ganz großen Bollerwagen gegönnt. Bollerwagen. Ich habe nur gelesen, dass Falcon er sich 9. eine... Falcon 9 Block 5, Elon Musk Bollerwagen. Ach so, nee, ich war jetzt bei seinem Plan, eine Süßigkeitenfabrik aufzubauen. Ja, also Elon Musk hat anscheinend entweder seine neue Freundin an seinen Twitter-Account gelassen oder er war ein bisschen, sagen wir mal, betrunken und hat komische Sachen getwittert. Also Elon Musk auf Twitter ist gerade sehr unterhaltsam, auch wenn auch ein bisschen bedenklich. Ah ja, das mit dem Flammenwerfer hat ja auch geklappt, ne? Mhm. Ja, gut, er macht Witze und aber das, ja, die Witze gehen dann meistens etwas weiter. Ich finde es sehr interessant, hast du das mitbekommen, dass er ja wegen Tesla gerade sehr unter Druck steht und dass viele sagen, er soll als CEO von Tesla zurücktreten? Ja, ich habe da diverse Zeugs mitgekriegt. Podcast-Empfehlungen, Mikroökonomen. Ja, so heißen die Mikroökonomen, natürlich mit Anspielung auf Mikrofone, ne? Da kommen regelmäßig so, da kommt auch sehr viel Tesla-Zeugs dabei vor. Das ist bei denen so ähnlich wie bei uns SpaceX. Man versucht es rauszuhalten und scheitert. Ja, also ich finde das sehr bedenklich, was da mit Tesla passiert. Also SpaceX, dem scheint es ja gut zu gehen, aber Tesla steht kurz vor dem, also nicht kurz, aber sie steuern auf eine gefährliche Richtung zu. Ja, die haben das Problem, dass die eine Produktion, eine hochautomatisierte Produktionsstrecke aufbauen wollten, was aber hart- und softwaretechnisch so nicht ganz zusammengepasst mit dem hat, was sie tun wollten. Mein Bruder arbeitet bei Siemens. Siemens hat irgendwie einen Teil von dem Zeug geliefert und der meinte schon, also vor ein paar Monaten, dass das so ein bisschen hochgegriffen war, was die machen wollten. Ja. Ohne jetzt irgendwie ins Detail zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber Tesla interessiert uns ja nur marginal in diesem Podcast, wenn er nicht gerade an einer Rakete dranhängt. Kommen wir mal zum UnterstützerInnen-Dank. Und da liest diesmal der Frank unsere werten UnterstützerInnen vor. Ja, wir grüßen und bedanken uns bei dem Johannes, dem Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Falco, Pagelwudding, Markus, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, B-Bone, Mpingu, Rominge, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Sebastian und dem Ingo. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, wir sparen immer noch fleißig auf die ILA. Nee, Schwachsinn, jetzt bin ich durcheinander mit dem Akronym, auf den IRC, genau so, ILA war, IRC steht ins Haus da freuen wir uns über jeden Obolus, der da reinkommt. Auf Libera ist es leider ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit, es könnte wieder ein bisschen mehr werden, aber
kein Grund zur Besorgnis. Wir haben aber jetzt ganz kurz vor der Sendung. Moment, hier ist noch was Nettes reingekommen für den von dem Bruno. Vielen, vielen Dank. Ah, sehr schön. Über PayPal wahrscheinlich oder direkt Spende? Nee, über mein Konto. Ja, auch vielen Dank, vielen Dank. Bruno. Genau, kommen wir zu den Feedbacks. Da kam. War noch ein anderes, aber da soll ich den Namen nicht nennen. Genau, da kam ganz kurz noch vor der Sendung ein Kommentar vom Florian rein, der verschiedene Themen der letzten Sendung, Folge 70 war das, Omega, wer sich erinnert, angesprochen hat. Ja. Und er weist uns freundlicherweise auf zwei Videos von Scott Manley hin. Das ist ja ein relativ bekannter Weltraum-YouTuber, der einmal eine Visualisierung gemacht hat über die Entdeckung von Asteroiden, weil wir uns letztes Mal über den Asteroiden unterhalten haben, der sehr knapp an der Erde vorbeiflog. Und Scott Manley hat dann eine Visualisierung gemacht, in welchen Jahren welche Asteroiden entdeckt wurden, und dann blinken die immer so auf. Und am Anfang denkt man sich, ach, ist ja gar nicht so viel, und am Schluss denkt man, oh Gott, wie können wir das nur überleben? Weil das ist dann schon sehr viel. Und natürlich. Ja, es ist im Wesentlichen eine Frage von Technik halt, ne? Ja, aber ich glaube, ich hatte die schon mal irgendwo gesehen. Ja, das ist ein älteres Video, das ist auch ein Klassiker anscheinend. Natürlich gibt es dann auch die B612 Foundation, die sich dafür einsetzt, wenn auch nur mit sehr begrenzten Mitteln, Asteroidenabwehr zu schaffen. Und genau, bedanke mich nochmal für das gute Interview mit Tristan Bessingthwaite. Ja, ich hoffe, es hat allen gefallen. Und ja, das soll es auch mit dem Kommentar gewesen sein. Und wir kommen zu unserem ersten Thema. Heute sind wir heute aber ganz schön flott unterwegs. Aber wir müssen fertig werden. Wir wollen ja den Falcon 9 Start. Ja, weil, also wir nehmen halt, wie gesagt, am 10. Mai auf, und der erste Flug der Falcon 9 Block 5 steht an. Es gibt zwar ein 2 Stunden langes Startfenster, aber man kann sich ja bei SpaceX leider nicht mehr drauf verlassen, dass der erste Flug von irgendeiner Rakete mal eben unpünktlich ist. Frecherweise. Ja, sie haben es, glaube ich, jetzt auf 20.42 Uhr oder was? 22.42 Uhr verschoben. Ah, tatsächlich. Ja, sie haben eine halbe Stunde ins Startfenster hinein den frühestmöglichen Zeitpunkt jetzt verschoben. Dann ist ja doch noch Verlass auf SpaceX. Ich beschwere mich nicht. Okay. Unser erstes Thema ist ein kurzes Update zu Angusat 1. Das hatten wir, glaube ich, in unserer Jahresrückblicksfolge oder in unserer ersten Folge im 2018. Auf jeden Fall, das ist der erste Satellit für Angola, gestartet von Russland. Und stimmt, wir haben erst dreimal in drei unterschiedlichen Ausgaben erwähnt, dass Angola ja früher mal eine portugiesische Kolonie war. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und jetzt haben wir das zum vierten Mal erwähnt. Und da gab es Probleme. Wenige Stunden, nachdem sich der Satellit von der Oberstufe abgetrennt hatte, gab es ein paar Fehlfunktionen, und er war nicht mehr zu kontaktieren und auch nicht mehr zu kontrollieren. Und man musste jetzt bis Mitte April warten, weil er dann aus dem Sichtfenster der Überwachungszone von Russland rausgeflogen ist. Und man warten wollte, bis er quasi wieder in Sicht und Kontaktierweite war, bis man sich weiter mit dem Satelliten beschäftigt. Und jetzt wurde festgestellt, dass er vollständig tot ist und auch nicht mehr wiederzubeleben ist. Aber Russland hat dann angolanischen Regierung angeboten, hey, wir bauen einfach euch einen zweiten Satelliten, Angosat 2. Ohne weitere Kosten. Es gibt dann noch eine Versicherungsauszahlung über 121 Millionen Euro für den Verlust von Angosat 1, und alle weiteren Kosten deckt dann die russische Regierung, weil es ja offensichtlich deren Fehler war, dass der Satellit jetzt nicht funktioniert. Und genau, der soll dann in 18 Monaten gebaut werden, also jetzt in den nächsten 18 Monaten, also wahrscheinlich dann in 1,5 bis 2 Jahren gestartet werden und natürlich dann auch bessere Kapazitäten haben als Angosat 1, und für einen sofortigen Ersatz kriegt jetzt Angola einfach Frequenzkapazitäten auf anderen russischen Satelliten, damit die halt die Serviceleistungen, die sich da eigentlich erhofft haben, sofort nutzen können. Ja. Was eigentlich Normalfall ist.
dass man sowas macht. Ja, ich find's nur fair und das waren auch so sehr viele gesichtswahrende Aktionen, also dass es irgendwie das große Russland baut für das kleine Angola einen Satelliten und das geht dann schief, da können sie ja schlecht sie einfach alleine lassen. Da fällt mir gerade ein, wir hatten doch mal drüber gesprochen, dass Rogozin gesagt hat, dass SpaceX, nee, dass Russland nicht versuchen sollte, mit SpaceX zu konkurrieren, ne? Ja, ich glaube, das war einer der letzten Folgen, wo wir das erwähnt hatten. Ja, die letzte oder vorletzte. Ja. Ja, der ist jetzt aus der Regierung rausgeflogen. was war denn seine Position? Innenminister oder irgend sowas, ne? Okay. Weiß nicht, Rogo. Es wurde sich wieder in den iTunes-Rezensionen beschwert, dass wir zu viel googeln. Oh, wieder mal. Ja, verdammt, aber das ist ja unser Trademark. Ja, googelt zu viel, wie das halt so ist. War stellvertretender Premierminister Russlands von 2011 bis 2018. Stellvertretender Premierminister, wer ist es jetzt? Juri Borisow, okay. Nee, in der deutschen Wikipedia wird er immer noch genannt, Rogozin. Ja, du musst in die Englische gehen. jedenfalls hat er jetzt seinen Job verloren. Und vielleicht werden die Russen dann doch noch versuchen, mit SpaceX zu konkurrieren. Wer weiß. Ja, mal schauen. Das soll es auch gewesen sein zu Angosat 1. Schauen wir dann in 18 Monaten, was dann passiert. Kommen wir jetzt zu einem größeren Thema, was wir auch schon letzte Folge angekündigt haben. InSight, der Marslander der NASA, der jetzt endlich gestartet wurde, nachdem er schon 2016 fliegen sollte, aber ein Instrument ein Vakuumleck hatte und deswegen die ganze Mission um 2 Jahre verschoben wurde. Und jetzt endlich ist InSight auf dem Weg zum Mars und war eine große, große Angelegenheit und wir wollen jetzt ein bisschen drüber reden. Ja, sind gestartet mit einer Atlas V-Rakete von Vandenberg aus. Genau. Das ist eine sehr merkwürdige Angelegenheit im Prinzip, weil von Vandenberg aus ist noch nie irgendeine Mission irgendwo anders hingeflogen als halt letztendlich so in polare Umlaufbahnen oder ähnliches. Auf jeden Fall nicht ins weitere Sonnensystem hinaus. Aus gutem Grund, weil das ist total bescheuert. Einfach weil, ja, weil ich meine, von Vandenberg aus kannst du nicht in Richtung der Erdrotation starten, sondern musst nach Süden starten. Und das macht halt keinen Sinn, ne? Also das macht einfach überhaupt keinen Sinn, hinten und vorne nicht. Es war aber möglich, weil im Grunde die 401 Atlas-Rakete selbst in ihrer kleinsten Konfiguration viel zu groß war für InSight, also für den Lander. Genau, du hast meinen Artikel gelesen. Weil an den Satz kann ich mich noch erinnern. Ja, es kann natürlich sein, dass ich, also es schwirrte mir gerade im Kopf rum, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich aus deinem Artikel das habe. Also warum hat denn die ULA so eine riesige Rakete dafür genommen? Weil sie keine kleinere hatten. Upsi. Beziehungsweise alle kleineren Raketen dann schon wieder zu klein gewesen wären. Und ja, damit hat sich das Problem schon erledigt. Ne? Mhm. Gebaut wurde das Ding für die Delta-2-Rakete. Und die fliegt ja nicht mehr. Doch, die fliegt noch einmal. Ich weiß schon wieder nicht mehr, welcher Satellit das ist, aber eine steht noch irgendwo rum und die wird auch noch fliegen. Aber das war es dann halt auch. Also die ist schon vergeben und ja, damit war halt klar, okay, das Ding muss irgendwie mit einer Atlas-5-Rakete fliegen. Ja, und die hatten dann halt reichlichst Kapazität über und ja. Raketentreibstoff bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. Ja, so ungefähr. Haben sie noch mal eine Ehrenrunde geflogen über die Basis? So, irgendwie so ähnlich. Also, naja, letzten Endes halt irgendwo in Parkorbit geflogen und dann halt raus. Mhm, ja. Und ja, alles etwas suboptimal, aber wenn man es hat, dann hat man es halt, ne? Mitgeflogen sind 2 CubeSats namens Marco. Und ich wurde aufgeklärt in meinem Artikel, dass es wohl einen Simpsons-Spot gibt, wo Homer aus irgendwelchen Gründen Marco heißt und gerufen wird Marco und er antwortet immer nur Polo. Und das Testsignal, das von den Marco-Satelliten an die Erde geschickt wurde, um zu sagen, hey, wir funktionieren, hieß dann auch Polo. Also ich hatte gedacht, das wäre wirklich bloß so auf Marco Polo ein Anspiel, aber das war wohl doppelt, ein doppeltes Wortspiel. Auch noch eine Anspielung an
An die Simpsons. Aber ich habe das jetzt gerade nochmal recherchiert, das Originalspiel Marco Polo, was im Grunde eine Abwandlung von Blinder Kuh ist, also jemand wird die Augen verbunden. Ach so! Ah, das ist ein Spiel, das wusste ich nicht. Ach nee, aber kennst du das nicht? Das macht sehr viel Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Das ist halt so eine Abwandlung von Blinder Kuh. Also jemand kriegt die Augen verbunden und muss halt Marco rufen und die gesucht werden, müssen halt mit Polo antworten. Und dann, also dann vom Grund, wo das halt herkommt, geht man dann dorthin. Gab 1938 einen Film, Die Abenteuer von Marco Polo, und in Akt 1, Szene 2, sucht ein Gondolieri in Venedig Marco Polo und ruft dann halt ständig Marco Polo und findet ihn dann beim Glücksspiel. Aha, okay, gut, jetzt haben wir es dann endgültig zu Tode gelabert, ja. Diesen kleinen Scherz mit dem Testsignal namens Marco und Polo. Genau. Sehr schön. Haben die das nur so gesagt oder gab es dann wirklich ein Funksignal, was dann sich in Polo übersetzt hat, weil die haben ja im Grunde Helfdaten übermittelt. Nee, also die haben natürlich noch mehr, aber irgendwie das erste Signal war wohl irgendwie so Polo halt. Polo mit Ausrufezeichen. Okay, sehr schön. Genau, die mussten ja ganz schön viel machen. Die mussten ja, also sie waren ja, der Computer wurde ja nicht mehr angeschaltet seit März, als sie den dann getestet haben in der Universität. Und der musste dann quasi sich zur Sonne ausrichten, also hoffen, dass genug noch Batterieladung da war, um das Solarpanel auszuklappen und sich richtig auszurichten und dann nach Hause zu funken. Genau. Und nach Hause funken ist auch praktisch das Einzige, was die tun sollen. Und Signale auffangen, und zwar die von Mars Insight selber. Und das halt auch vor allen Dingen bei der Landung auf dem Mars. Denn letzten Endes werden diese Marco-CubeSats, also das ist so CubeSat-Format im 6U-Format, also so heißen 10 cm mal 20 cm mal 30 cm. Und das sind einfach nur Relaisstationen. Also heißen, bei der Landung sendet Mars Insight seine Daten einfach so ringsrum in alle Richtungen mit einer omnidirektionalen Antenne, wie man es halt so kennt, und die CubeSats fangen das auf und die haben dann eine etwas bessere Antenne, die dann Richtung Erde gerichtet ist, mit der dann halt die Daten mit etwas höherer Datenrate zur Erde gefunkt werden können. Jetzt fragt mich nicht, wie viel die schaffen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist ja auch jetzt nicht relevant. Ich finde es auch ganz interessant. Es war irgendwie 5 Watt Sendeleistung, das habe ich noch im Kopf, aber ich weiß nicht, wie gut die Antennen genau sind. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die Satelliten nicht in den Orbit einschwenken, können sie auch gar nicht, weil die fliegen nicht. Genau. Die haben nicht genug Treibstoff dafür. Also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass die CubeSats so als ein Päckchen zusammen mit Insight fliegen, sondern die fliegen quasi als so eine Art Konvoi, also jeder für sich alleine, aber doch in die gleiche Richtung. Und während Mars Insight natürlich dann in den Orbit einschwenkt und auch auf dem Mars landen soll, fliegen die CubeSats dann quasi während der Landung von Mars Insight am Mars vorbei, machen ihre Relaisaufgabe, was ja auch nur so eine wissenschaftliche Demonstration ist. Also das ist ja nicht, genau, worauf sich die NASA verlässt, sondern das ist dann über den Mars Reconnaissance Orbiter und erdgebundene Astro-Teleskope wird das dann tatsächlich überwacht, und diese Marco-CubeSats dienen einfach nur als Demonstration, falls man da, also das ist ja die Idee, dass jetzt jeder Marslander sich seine eigene Kommunikationsinfrastruktur mitbringt. Aber das ist jetzt in dem Fall noch nicht essentiell, diese Marco-CubeSats, sondern die sind nur zur Demonstration da. Ja, es ist nicht essentiell, aber man hat doch große Hoffnungen darauf und will da wirklich Daten haben. Deswegen hat man auch gleich 2 losgeschickt, für den Fall, dass man Probleme mit einem davon hat. Also das ist jetzt nicht so, das kommt nicht ganz von ungefähr, was die da probieren. Nee, das haben sie ja schon mal probiert bei dem Mars Polar Lander, wo die tatsächlich dann an den Polar Lander drangeschnallt waren. Aber dann hat man, sie wurden abgekoppelt und man hat nie wieder was von ihnen gehört. Also die haben erst gar nicht funktioniert und der Polar Lander ja dann auch nicht. Ja, also Mars Polar Lander ist tatsächlich eine der Vorgängersonden von Mars Insight. So wie Mars Phoenix, oder ist Polar Lander Phoenix? Genau, wie Phoenix. Nee, Phoenix kam danach. Phoenix heißt Phoenix, weil es wieder auferstanden ist von Mars Polar Lander. Mars Polar Lander ist damals gescheitert, weil beim Landemanöver
muss, bevor, logischerweise, bevor die Sonde unten aufkommt, irgendwann mal die Beine, die Landebeine ausgefahren werden. Und die kommen dann irgendwann unten an und so mit einem Katschoink. Und dann ist halt so die maximale, sind sie maximal ausgefahren. Aber dieses Katschoink, das ist halt eine gewisse Beschleunigung. Und da sind Beschleunigungssensoren dran. Also so irgendwie so Drucksensoren oder irgend sowas. Jedenfalls durch diesen kleinen Ruck. Ah, ich glaube, das hattest du schon mal erzählt. Genau, ja. Durch diesen kleinen Ruck haben halt diese Sensoren sofort angeschlagen und haben gesagt, hey, wir sind gelandet. waren natürlich noch nicht, ganz im Gegenteil. Und ja, pflichtbewusst wurden sämtlichste Triebwerke und alles Mögliche ausgeschaltet und das Ding ist einfach nur runtergerasselt. Tja, oh je. Ja. Das war unschön. Ich finde, man sollte mal ein Buch über alle gescheiterten Mars-Missionen schreiben. Gibt's ganz bestimmt irgendwo. Ja, aber noch kein gutes, sonst würde ich das kennen. Genau, und InSight an sich ist auch eine sehr interessante Sache. Hat im Grunde drei größere Experimente an Bord, nämlich SAIS, HP3. Ach, warte mal ganz kurz. Daher kommt es auch, dass das Ding eigentlich für eine Delta-2-Rakete gedacht war, ne? Weil halt das Ding ist einfach aus den alten Sonden heraus entstanden. Ja. Und da gab es noch keine Atlas V-Rakete. Und die wurden damals einfach so für diese Dimension, ja, Delta-2-Rakete so ungefähr gebaut. Und ja, dann hatte man das Ding. Weil die halt wirklich auf der Hardware weitgehend von Phoenix und von Mars Polar Lander her aufgebaut haben. Es gab dann noch so eine britische Landeplattform, Beagle. Beagle 2. Logischerweise, Beagle 1 war ja die von hier, von Dingens, von Thomas Cook, das Schiff. Ach so, und deswegen wurde es dann gleich Beagle 2 genannt. Genau. Aber Beagle 2 hat auch nicht kurz funktioniert, oder? Hat nicht funktioniert. Die Landung hat funktioniert, aber das Aufklappen nach der Landung hat nicht funktioniert. Das war so eine Art, sieht ein bisschen aus wie eine Muschel. Und die beiden Muschelhälften sind dann halt auseinandergeklappt. Und sollten dann irgendwie so 5 Segmente, glaube ich, ausklappen, eins nach dem anderen. Man hat die Sonde dann tatsächlich irgendwann gefunden und hat festgestellt, es sind nur irgendwie 2 von den Segmenten ausgeklappt und der Rest von dem Ausklappmechanismus hat nicht funktioniert. Und deswegen, und vor allen Dingen, dass die Antenne war irgendwie das Letzte, was rausgekommen wäre. Und damit konnte das Ding auch nicht mehr kommunizieren. Und ja, dadurch ist das Ding verloren gegangen. War sehr schade. Mhm. Ja, also das ist halt so eine Mission, wo ich mir echt so denke, Mensch, warum habt ihr so ein Ding nicht nochmal gebaut? Weil so von der Technik her war das echt cool. Ach gut, wenn sich jetzt, na gut, nee, sie ziehen sich ja nicht aus der ESA zurück. Ich dachte, wenn das Briten ihr eigenes Raumfahrtprogramm. Sie wollen sich aus Galileo zurückziehen. Echt? Da gibt es gerade Streit. Haben sie das wollen auf der Konferenz gesagt? Die wollen ein eigenes Navigationssystem aufbauen. Haben die das auf der Konferenz gesagt damals, oder? Frag mich nicht, das geistert jetzt die ganze Zeit durch meine Twitter-Timeline. Aber ich hatte jetzt gedacht, das mache ich jetzt mal noch nicht zu einem Thema. Nee, das ist, ich weil da wird noch ein bisschen rumgestritten. Ist ja fraglich, ob Brexit überhaupt stattfindet. Ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Also ins Knie geschossen haben sie sich jetzt schon. Ach, nicht jetzt nur ins Knie, Frage. Beide Knie und nochmal in beide Arme. It's merely a flesh wound. Wie meinte der Professor, das ist so ähnlich, weißt du, das ist so ähnlich wie bei Computern. Und ein Professor von uns meinte, naja, ein Computer, wenn man sich mit einem Computer, kann man sich nicht nur in den Fuß schießen. Das schießt auch immer weiter und der Computer lädt sogar noch nach, wenn das Magazin leer ist. aber kommen wir mal zu den InSight-Instrumenten. Also wir haben hier drei größere Sachen an Bord. Einmal SAIS, also S-I-I-S, Measuring the Pulse of Mars. Das ist von CNES, also von der französischen Raumfahrtagentur, ein Seismometer, was das ist nicht nur von CNES gewesen. Warte mal, eine Litanei. Das war doch aber das ist, also der Principal Investigator ist Philippe, oh Gott, Longnon,
von der vom Institut für Erdphysik von Paris. Ja, ich bin kurz Institut hier, de Physique du Globe de Paris. Ja. Ich werde wahrscheinlich dieses. Nee, aber das war eine unendliche Litanei an ja, Dingen. Natürlich. Ja, eine Kooperation der französischen Weltraumagentur CNES, dem Physikinstitut IPGP, der ETH Zürich, dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, den Imperial College in London, der Luft- und Raumfahrthochschule Toulouse und dem JPL. Ja, also jetzt, Frank, jetzt wir dürfen die Leute jetzt auch nicht mit zu viel Details überfordern. Ja, nee, aber ich fand das, ich finde das einfach bloß cool, dass halt da wirklich richtig, richtig viele Leute aus der ganzen Welt dran gearbeitet haben, da Instrumente zu bauen. Und genau. Teilweise auch bei den einzelnen Instrumenten halt richtig viele Leute dran beteiligt waren. Dann erzähl mir doch mal, was SAIS macht, wenn du schon so viel weißt. Es ist ein Seismometer. Ja, und was macht das? Wer hätte es gedacht? Und zwar dreidimensional. Das soll heißen, das kann halt schütteln in alle drei Richtungen aufnehmen. Mhm. Und Sinn und Zweck der Sache ist es jetzt, wenn irgendwo auf dem Mars ein Erdbeben, also ein Marsbeben passiert, aus Gründen, was auch immer dort ein Beben auslösen kann, mindestens irgendwelche Asteroideneinschläge werden das hinkriegen, dann kann man messen, wie lange die seismischen Wellen dazu brauchen, bis die halt da sind. Und diese Wellen, die verbreiten sich ja über alle möglichen Wege. Soll heißen, so ein Erdbeben bringt da nicht nur einen Peak irgendwie, das man messen kann, sondern mehrere. Und aus den Unterschieden kann man rausfinden, wie der Mars im Inneren aufgebaut ist. Also ein Teil der Wellen werden halt ein paar Mal reflektiert und ein paar gehen irgendwie in der Nähe vom Kern vorbei und kann man dann alles ausmessen und auswerten, und hoffen, dass man da irgendwie Rückschlüsse auf den Aufbau machen kann. Mhm. Mit den Erdbebenwellen ist so ähnlich wie auch zum Beispiel mit Licht. Man kennt das ja vom Licht, wenn man zum Beispiel eine Wasseroberfläche hat, dann hat das Wasser darunter hat einen anderen Brechungsindex als die Luft darüber. Und so ähnlich ist das auch im Inneren von einem Planeten, wenn du unterschiedliche Gesteinsschichten hast. Also sowas wie der Mantel und die Kruste oder Mantel und Kern, dann hast du halt ernsthafte Unterschiede dazwischen. Und dann können dann auch Wellen reflektiert werden und alles Mögliche. Und pflanzen sich halt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fort auch. Und das kann man dann halt ausmessen. Mhm. Ja. Und es wird auch noch die Gezeitenkräfte von Phobos auch messen können. Hm. Okay, das ist cool. Das habe ich nicht mitbekommen. Genau. Und ja. SAIS war auch der Grund, warum die Mission um 2 Jahre verschoben wurde, weil das Instrument diesen Vakuumriss oder das Vakuum, also hier steht Vacuum Leak, hatte und deswegen die Mission verschoben werden musste. Ja, schlimm. Da ist ein Leck drin gewesen und das Vakuum ist rausgegangen. Ja, das Ganze über den ganzen Boden, überall war Vakuum. Es war ein Massaker. Es war ein Massaker, es war ganz schlimm. Genau. Das zweite Instrument, ich mache mal HP3 am Schluss, das zweite Instrument ist RISE, hier steht, measures the wobble of Mars' North Pole. Es geht darum, den Metallkern vom Mars zu messen in Relation, wie er von der Sonne angezogen wird oder weggestoßen wird. Genau, einfach bloß, es ist ein ganz simples Experiment eigentlich, ist einfach nur ein sehr präziser Radiosender und also kann Sender und Empfänger, also kann Signale von der Erde auffangen und sofort wieder zurücksenden sozusagen und über Doppler-Effekt und ähnliche Späße, einfach Zeitmessung, kannst du dann den Ort von der Sonde auf dem Mars auf 2 Zentimeter genau messen. Und auch die Geschwindigkeit ziemlich genau messen und daraus kannst du dann halt genau messen, wie schnell sich der Planet dreht und entsprechende Abweichungen messen und ja. Mhm. Punkt, genau das, ne? Ja.
Und jetzt kommen wir zum deutschen Beitrag. Endlich Deutschland. Nein, kommen wir zum deutschen Beitrag für Insight, nämlich HP3 oder HP3, je nachdem, wo man herkommt. Das ist ein, und da haben wir uns ja länger mit beschäftigt, wir beide. Das ist ein sich selbst einschlagender Nagel, sozusagen, der eine kleine Hitzesonde oder Wärmesonde hinter sich herzieht und sich 5 Meter tief in die Marsoberfläche eingraben soll und dann messen soll, wie viel Hitze der Mars abgibt. Ja, ich habe mir da einen kleinen Fauxpas erlaubt, weil irgendwie die Seite vom polnischen irgendwie Wissenschaftsministerium oder sowas hat gesagt, dass Kret, also in Polen gibt es eine Firma, die nennt sich Astronika und die entwickelt so Zeugs. Und die haben schon jede Menge Zeugs entwickelt, unter anderem auch ein Gerät, das nennt sich Kret. Und wenn du das von Polnisch auf Deutsch übersetzt, dann heißt es einfach nur Maulwurf. Und das ist sogar noch besser als das, was dort mit HP3 fliegt. Und man hat tatsächlich auch die Erfahrung, die man dort gewonnen hat, in das Experiment hier für Insight mit einfließen lassen. Aber das ist nicht das Ding. Aber das polnische Ministerium hat halt geschrieben, dass es das Ding wäre. Und ich habe mir gedacht, hey, das Ministerium sagt, dass das passt schon. Und entsprechend habe ich das in den Artikel reingeschrieben. Und dann habe ich einen nicht sehr freundlich geschriebenen Kommentar vom DLR in den Kommentaren bekommen. Und was haben die denn da gesagt? Naja, dass es halt nicht so ist. Ja, aber wenn das doch, es ist ja nicht dein Fehler, sondern das des polnischen Ministeriums. Ja, aber ich hätte halt einfach bloß besser recherchieren sollen. Aber das Problem war, der Artikel, also es hatte sich davor schon jemand gemeldet und hat gesagt, hey, ich schreibe den Artikel für euch. Und der hat dann halt, wann ist das Ding gestartet? Am Samstag, ne? Mhm. Und ja, Freitagabend, 20 Uhr, hat er abgesagt. Oh je. Das war blöd. Und entsprechend hatte ich relativ wenig Zeit für Recherche und so. Ja, aber jetzt kannst du es ja in diesem Massenmedium Countdown-Podcast richtig stellen. Ja, nicht nur da, ich habe es auch im Artikel korrigiert. Ja, aber willst du es auch hier nochmal sagen? Oder? Die Polen haben dort tatsächlich einen wichtigen Anteil. Gerade, also die Konstruktion von diesem mechanischen Ding, das sich da eingräbt, das ist wohl ganz hauptsächlich von Polen ausgekommen. Mhm. Und fand ich einfach irgendwie erwähnenswert, dass das auf jeden Fall mit drin ist. Es war nicht ganz so viel, wie ich dachte, was die gemacht haben. Ja, und wollen wir noch erklären, wie das eigentlich funktioniert? Wie funktioniert das? Naja, man hat im Inneren letzten Endes 2 Gewichte und eine Feder. Die Feder wird gespannt. Hat man 2 Gewichte oder ein Gewicht? Ich glaube, ein Gewicht. Ein Gewicht. Also ich kann das vielleicht erklären. Ich hatte jetzt gerade noch hier dieses etwas komplexere Ding, was die halt gebaut haben, diesen Kret, den hatte ich irgendwie gerade im Kopf. Ich kann das sehr einfach erklären. Man muss sich das vorstellen wie einen umgekehrten Kugelschreiber. Also jeder kennt wahrscheinlich einen Kugelschreiber. Wenn man ihn rausdrückt, also die Mine rausdrückt, dann wird ja eine Feder gespannt. Und wenn man quasi wieder oben drauf drückt, wird die Feder entspannt und die Mine schnellt zurück in den Kugelschreiber. Und hier funktioniert das umgekehrt. Also wenn man quasi die Feder spannt, dann wird die Mine reingezogen. Und wenn man sie dann entspannt, dann schnellt die Mine, die in diesem Maulwurf drin ist, nach vorne, schlägt von innen auf die Spitze des Geräts, also wie so der Hammer auf den Amboss. Und das macht es halt immer in so gezielten Stößen. Also stößt sich nach vorne, überwindet den Reibungswiderstand zur Erde, und geht damit in tiefer bisschen rein, nach hinten raus wird das alles abgefedert, sodass es nicht wieder zurückschnellt, sondern halt in eine Richtung sich vorbewegt. Man kennt das ja. Genau, das ist eigentlich das kritische Ding, dass man am Ende halt die Vorwärtsbewegung hat, weil es halt einfach sehr, sehr schnell geht und die Haftreibung überwunden wird. Und rückzu nutzt man praktisch die Haftreibung, dass man nicht wieder nach hinten zurückrutscht. Und dadurch kann sich das Ding eingraben. Ja, genau. Auch ohne irgendwie Hände, wie so ein Maulwurf hat. Ja.
Und genau, und das ist halt, was der Vorteil ist zu einem Bohrer, ist halt, dass es kein kompliziertes Bohrgestänge braucht, sondern im Grunde nur so eine Spitze und hinterher die Sonde ist dann einfach so ein Kabel, ein langes Kabel mit so Temperaturfühlern. Genau, und das ist dann halt eine relativ komplizierte Angelegenheit, das Ding zu kalibrieren. Also die gucken erstmal, ja, wie ist eigentlich die Wärmeleitung von dem Gestein ringsrum und dann wird halt, ja, also es ist eine komplizierte Sache. Und die kriegen es damit aber hin, den Wärmefluss vom Inneren des Planeten nach außen zu messen, auf 2 Milliwatt pro Quadratmeter genau. Das ist für so eine kurze Strecke echt erstaunlich, finde ich. Und naja, wie ist das auf der Erde? Also auf der Erde hast du im Durchschnitt, glaube ich, sowas wie 90 Milliwatt pro Quadratmeter. Aber das ist auf der ganzen Erde und tatsächlich ist es dann so, naja, in den Ozeanen hast du 90% der Wärme, die da rausgeht, weil du hast Ozeankruste ist relativ dünn und auf den Kontinenten, weil die Kontinentalkruste etwas dicker ist, ist es dann etwas weniger, das sind so 50 plus ja, minus. Auf Hawaii. Und dieses Plus-Minus, das kann, wollte ich gerade sagen, dieses Plus-Minus kann sehr, sehr groß werden. Das kann auch mal so in Richtung 500 gehen. Ne? Also wie viel Wärmefluss hat denn da so gerade so die durchschnittliche Vulkan, der durchschnittliche Vulkanausbruch? Da fließt ja schon sehr viel Wärme. Das ist eine ganz andere Sache. Da bewegt sich ja dann was. Da geht es nicht um Wärmeleitung, das ist dann Konvektion. Uiuiui. Ui. Okay. Also das waren die drei großen Instrumente ja. Von InSight. Ich habe ja in meinem Artikel bemängelt, sowohl das Seismometer als auch dieses Experiment machen eigentlich sehr viel mehr Sinn, wenn man davon mehrere Sonden hat. Also ich bin ja immer noch, wir hatten ja damals schon diese Diskussion mit der Ludmilla und dem Pickerl. Karl. Dem Karl, genau. Wegen Rovern und so, ob es nicht besser wäre, viele billige Rover zu schicken. Und hier ist so ähnlich, ne? Also ich fände es sehr viel besser, wenn man viele solche Landesonden hätte, weil der Wert von einer einzelnen Messung ist nicht sonderlich toll. No, weil halt wie gesagt, du weißt ja nicht, ist das jetzt repräsentativ der Ort für den ganzen Planeten? Eigentlich mit Sicherheit nicht. Weil die Nordhalbkugel vom Mars ist halt mehrere Kilometer tiefer als die Südhalbkugel. Und man kann davon ausgehen, naja, wenn der Mars sowas wie eine Kruste hat, dann ist die im Norden mit Sicherheit dünner als im Süden. Und von daher müsste man mindestens mal im Norden und im Süden so ganz allgemein messen. Dann hatte Mars noch diverse vulkanische Gebiete, die zumindest früher mal vulkanisch waren. Und da müsste man dann halt auch noch mal gucken. Man könnte sicherlich auch noch an ein paar anderen Stellen gucken. Und ja, also so man braucht halt mehr als einen Messpunkt, um jetzt zu sagen, hey, wir haben was über den Planeten herausgefunden. Ja, finde ich halt nur so semi-toll, dass man da jetzt eine Sonde hinschickt. Da wird man nicht viel über den Planeten an sich in Erfahrung bringen. Mit dem Seismometer ist es so ähnlich. Wenn du drei Seismometer hast, dann kannst du bestimmen, wo ein Erdbeben passiert ist. Also kannst du einfach triangulieren. Und wenn du nur eine einzige seismische Station hast, hast du keine Chance. Und ja, also du beraubst dir dann damit halt der Möglichkeit, ernsthafte Seismologie zu betreiben. Du kannst einiges machen, klar. Wie gesagt, du kannst mit Sicherheit einiges über das Innere von dem Planeten damit lernen, aber so die eigentliche Seismologie, die fängt wirklich erst an, wenn du mindestens drei Stück davon hast. Dann kannst du dann richtig was machen. Ja, und das ist halt ein bisschen schade. Ne? Also ich meine, man hat ja irgendwann festgestellt, hey, der Atlantische Rücken und die ganzen unterseeischen Gebirge, da gibt es ja jede Menge Erdbeben. Und das hat man halt einfach gemacht, indem man von mehreren
seismischen Stationen an Land einfach die Daten ausgewertet hat und geguckt hat, ja, wo haben die ganzen Erdbeben denn stattgefunden? Und so Stück für Stück wusste man dann, aha, irgendwie die Gebirge unter den Erdbeben, die sind seismisch sehr aktiv, also da passiert irgendwas. Und das war einer der wesentlichen Gründe, weshalb man dann auch die Plattentektonik mit anerkannt hat, ne? Beispielsweise. Und es wäre halt toll, wenn man dann mehrere seismische Stationen auf dem Mars hätte, um letztendlich genau sowas zu machen. Und ja, das ist halt immer so, du schickst eine Sonde hin, alle freuen sich, aber eigentlich ist es halt so, naja, wissenschaftlich jetzt beschränkt, ne? Was der Lander auch hat, das ist kein großes Experiment, ist ja eine Wetterstation. Also so Temperatur, Luftfeuchtigkeit nicht gerade, aber Windgeschwindigkeit und sowas, ne? Und da ist ja das Gleiche, ne? Dann hast du halt an einer Stelle mal eine Messung. Frag mal den Kachelmann, was er mit einer Wetterstation an einem Ort machen kann. Nicht viel. Ja, aber es ist ja trotzdem, also sie machen ja, ist mal, bist du jetzt der Meinung, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse dadurch minimal sind, also es ist ja trotzdem irgendwie, dass man daraus was lernen kann, mit dem, was man hat. Man kann aus dem, was man hat, dann ein bisschen was lernen, aber es ist, wenn du irgendwie mehrere davon hättest, 4, 5 oder so, wenigstens, dann hättest du eine ganz andere Qualität einfach. Also einfach nochmal einen Quantensprung an Informationen, was du da rausholen kannst, im Vergleich zu nur einem einzigen. Also da kann man schon, es ist halt, ne, n gleich 1, das ist nicht Daten, das sind nicht viele Daten, was man da rausholt. Also sorry, das ist, was willst du da viel an Wissenschaft machen? Du kannst halt nur sagen, okay, an dieser Stelle in der Elysium-Ebene sind die Bedingungen so und so. Und viel mehr kannst du da noch nicht machen. Wie gesagt, das Experiment, wie ist das Ding, was die Achse, dieses Wobble vermisst? RISE. Das ist okay. RISE. Also RISE ist super. Das funktioniert da einfach. Das ist echt cool. Die Sonde hat auch Laserreflektoren. Das heißt, irgendwelche künftigen Sonden können dann halt mit Lasern da draufballern und gucken, wo genau sich das Ding befindet. Also sehr genau die Entfernung messen. Das ist auch super dafür geeignet. Hatte ja schon Schiaparelli, hatte auch so ein Ding, aber ja, vielleicht, genau. Vielleicht kann man das ja noch benutzen. Vielleicht ist das ja noch irgendwie. Ja, die Dinger sind ja super dafür. Also das funktioniert dann auch mit einer Sonde. Aber so ein Seismometer und die Messung des Wärmeflusses beispielsweise, da brauchst du einfach viel mehr Daten. Du brauchst viele Messstationen davon, damit das wirklich ernsthaft was bringt. Und das hat man halt nicht, weil man halt immer bloß eine Sonde hochschickt. Und es wäre viel besser, wenn man sagen würde, okay, wir entwickeln jetzt eine Sonde, bauen die gleich in Serie und dann hauen wir mal ein Dutzend da drauf oder so. Weil von der Raketentechnik her ist das nicht so das ganz große Problem, weil du hast ja Reserven. Also du hättest mit einer Atlas V-Rakete auch in der Konfiguration mindestens 3 davon hochschicken können. Und hättest noch Platz gehabt, ne? So 300 Kilo. Ja, aber jetzt müssen wir halt mit dem arbeiten, oder die WissenschaftlerInnen müssen mit dem arbeiten, was sie haben. Ja klar, aber ich würde mich halt freuen, wenn man irgendwann mal einsehen würde, okay, wir bauen jetzt nicht eine Sonde, die wir da hochschicken, und dann haben wir hier irgendwie ein bisschen Splash in den Medien, dass wir mal wieder eine Sonde hochgeschickt haben, sondern einfach mal sagen, okay, wir müssten jetzt mal ernsthafte Wissenschaft betreiben und große Zahl von Sonden da hochbringen, damit wir richtig Daten rausbekommen. Und sowas geht dann halt wirklich bloß, wenn man irgendwie 12 oder wenn man ein paar Dutzend einfach da hochschickt und an diversen Stellen das landet. Und dann kann man auch sagen, okay, wir schicken die jetzt nicht auf eine ausgesucht schöne, glatte Ebene, wo wir uns sicher sein können, dass dort schöner Untergrund ist und die Sonde garantiert schön gerade aufkommt und wir da keinerlei Probleme haben werden. Was ja so das Kriterium ist, nachdem man das ausgesucht hat, den Landeort. Sondern man kann auch mal irgendwo hingehen, wo das Risiko ein Stückchen größer ist.
und einfach sagen, okay, das ist jetzt geologisch etwas anspruchsvoll, es kann passieren, dass wir, wenn wir Pech haben, da irgendwie in einem Krater landen oder irgendwie auf einem Stein landen und einfach nur Pech haben. Aber das Risiko können wir eingehen, weil wir haben ja noch ein paar Dutzend. Und das kannst du mit einer Sonde natürlich nicht machen. Ne? Und dadurch bist du halt mehr oder weniger gezwungen, ganz bestimmte, relativ langweilige Orte anzufliegen, weil, tja, was willst du sonst machen, ne? Das kannst du ja nicht beantworten. Hm. Ja, das ist aber eine Diskussion, die jetzt uns wahrscheinlich jetzt noch länger verfolgen wird, bis es dann endlich mal passiert, weil ich sehe das jetzt in der nächsten Zukunft nicht passieren, dass die mehrfache Sonden auf eine Rakete packen. Ja, wie gesagt, es wäre halt einfach bloß notwendig. Und ich glaube, ja, also es gibt auf jeden Fall die Chance. Also jetzt, wo SpaceX anfängt, also es gibt OneWeb, es gibt SpaceX, es gibt diverse Satellitenkonstellationen jetzt, die schon aufgebaut sind. Iridium, sage ich nur, ne? Orbcomm auch. Und das wird jetzt auch weitergehen. Und dann wird man dann irgendwann sagen, okay, wenn wir schon so ein Ding bauen, dann können wir auch ein paar mehr davon bauen, weil so viel teurer wird es dadurch nicht. Und die Raketen sind auch nicht mehr das Thema. Das ganz große Thema. Ich meine, Mars Insight hat irgendwie 800 Millionen gekostet. Okay, dadurch, dass eine Atlas-5-Rakete ist, wird der Start dann tatsächlich ziemlich teuer. Irgendwas um die 200 Millionen, knapp 200 Millionen. Aber naja, das hätte man halt, wenn man dann irgendwie sagt, okay, wir bauen viele, dann ist das nicht mehr das Problem. No, SpaceX, Falcon 9-Rakete ist deutlich billiger und leistungsfähiger als so eine einfache Atlas 5. Ja, vielleicht macht es dann irgendwann SpaceX mit ihren eigenen Mars-Sonden. Ja, vielleicht. Muss man schauen. Also ich, wie gesagt, also wissenschaftlich ist das an manchen Stellen, manche Geräte sind da echt super, aber an manchen Stellen muss man einfach sagen, ja, schön, ihr habt es gemessen, aber was bringt mir das jetzt, wenn ich was über den ganzen Planeten wissen will? Ich meine, geh einfach raus, schnapp dir eine Schaufel und einen Eimer, nimm an einer Stelle irgendwie ein bisschen Erde, schick das ins Labor und dann sage mir, was ist jetzt das hier für ein Planet? Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, du weißt darüber überhaupt nichts, ne, von einer Stelle. Hm. Ne? Ja, muss man einfach sagen. Das kann man auch gar nicht richtig drüber diskutieren. Ne? Man geht aus dem Haus, je nachdem, du kannst verschiedene Leute fragen. Der eine sagt, ja, hier ist Sand. Ich bin in Marokko. Das ist so. Ja. Ne? Der nächste sagt, ja, ich habe hier irgendwie so einen rötlichen, verwitterten Laterit, weil ich bin in Australien. Der nächste sagt, naja, und so weiter, ne? Ja, ich verstehe schon, was du sagen willst, aber ich finde auch, dass wir uns jetzt nicht mehr so viel darüber unterhalten müssen, weil es ändert sich ja jetzt auch nichts an der Situation. Es ändert nicht viel an der Situation, aber es wäre schön, wenn das in Zukunft sich irgendwann mal ändern würde. Also auf die Mission bezogen, ja, okay, das hat sich, ne? Aber so in Zukunft wäre das schon wünschenswert. Mhm. Wollen wir mal weitermachen, bevor wir uns hier weiter im Kreis drehen. Eine weitere Mission, die gerade ihren zweiten Datensatz veröffentlicht hat, ist die Gaia-Mission der ESA. Das ist eine Mission zur Kartografierung des Sternenhimmels und die bis dato ausführlichste Kartografierung des Sternenhimmels. Und am 25. April wurde der zweite Datensatz veröffentlicht, der bei sehr vielen, wenn nicht sogar allen Astronomen, ich verbringe das mal durcheinander, bei allen Astrographen und Leuten, die sich mit Sternenforschung beschäftigen, helle Begeisterung ausgelöst hat. Zu den Daten, bisherige Sternkarten hatten so ungefähr einen Datensatz von 2,5 Millionen Sternen und der Gaia DR2 Datensatz hat jetzt etwa 1,7 Milliarden Sterne. Es wird auch das Billion Stars Projekt genannt, weil man jetzt wirklich eine sehr ausführliche Karte der Milchstraße hat.
Es wurden Sterne zwischen einer Leuchtkraft von Magnitude 8 bis Magnitude 20 untersucht. Also die hellsten Sterne sind schon gar nicht drauf, also so wie Sirius. Die wurden gar nicht erfasst, weil die dann schon zu hell waren. Die sind so hell, also das, ja, das überfordert die Sensoren einfach. Ja, genau. Und ich meine, die kann man ja auch so finden. Dazu braucht man keine super hochauflösende Sonde. Naja, es geht ja nicht darum, die zu finden. Es geht darum, die extrem genau zu vermessen. Ja. Den Standort extrem genau zu vermessen. Und die kriegen das hin mit Bruchteilen einer Millibogensekunde. Was echt ein ziemlicher Wahnwitz ist. Ja, genau. Genau, und es wird bestimmt die Position am Himmel, die Helligkeit, Farbe und von 1,3 Milliarden Sterne auch die Geschwindigkeit, also die relative Geschwindigkeit zum Beobachtungsstandort. In Bogensekunden wird das, glaube ich, gemessen. Bogensekunden pro Jahr, meinst du? Ja. Und der Datensatz wurde tatsächlich, was sehr ungewöhnlich ist, auf einen Schlag veröffentlicht. Also selbst die Leute, die diesen Datensatz zusammengestellt haben, durften damit noch nicht forschen bis zum 25. April. Und er wurde dann mit einem Schlag für alle Menschen weltweit zugänglich. Und das gab dann so ein richtiges wissenschaftliches Wettrennen. Die hatten dann schon vorher ihre Algorithmen und ihre Programme, die sie für die Auswertung dieses Datensatzes geschrieben haben, an Fake-Datensätzen getestet. Was ich sehr interessant fand. Und dann war in Heidelberg, ich habe hier den Artikel gelesen von Markus Pössl auf spektrum.de, der dann gesagt hat, ja, manche Astronomen, die sind gar nicht zur großen Veranstaltung gekommen, weil die gesagt haben, ja, die sitzen lieber zu Hause vom Computer und fangen gleich mit der Forschung an. Also so wichtig war das denen. Und dann gab es so Tweets von einem Astronomen, der meinte, ja, er macht jetzt hier mal eine Clusterbestimmung. Genau, let's look at the proper motions von so einem Cluster und sagt hier, er muss hier nur ein Programm ausführen, das hätte früher Jahre gedauert, bis man diesen Datensatz zusammengestellt hat und jetzt gibt es den einfach so. Und ich habe auch in der Woche von sehr vielen Astronomen sehr viele Begeisterungstweets gelesen, wie toll das doch ist, dieser Gaia-Datensatz. Also ja, das ist hier wirklich tatsächlich eine richtige Revolution in der astronomischen Forschung. Ja, also du kannst halt Sterne in 4000 Lichtjahren Entfernung so auf plus minus 10% genau den Ort bestimmen. Und das ist schon toll. Ja. Man kann jetzt auch in dem Hertzsprung-Russell-Diagramm jetzt auch die Bewegung mit einrechnen. Es gab dann eine sehr schöne Visualisierung, wie sich Sterne das Hertzsprung-Russell-Diagramm, für Leute, die das nicht kennen, für die Uneingeweihten, ist ein Diagramm, wo Sterne nach ihrer Leuchtkraft und Temperatur quasi eingeordnet werden. Also auf der einen Achse ist die Leuchtkraft, auf der anderen die Temperatur und dann, wenn man die anordnet, dann ergeben sich da so Cluster, also eine bestimmte Helligkeit von einem Stern lässt auf eine bestimmte Temperatur schließen und dann gibt es auch noch so abweichende Cluster. Die Farbe. Genau, stimmt, Farbe. Du guckst dir die Farbe an, die sagt dir die Temperatur und das große Problem ist immer, wie hell ist dieser Stern eigentlich? Weil du kannst zwar sagen, es war nicht Helligkeit, es war Farbe, genau. Ich gucke einfach hin, ne? Ich gucke einfach hin, dann sehe ich, wie hell der ist. Aber das Problem ist, du weißt ja nicht, wie weit das Ding weg ist. Und deswegen ist das so wichtig, weil Gaia kann halt vermessen, wie weit ist das Ding weg. Und dann kannst du wissen, okay, das Ding ist so und so heiß. Das Ding ist, ich sehe, wie hell das jetzt gerade ist. Und ich weiß, wie weit weg das ist, deswegen kann ich jetzt ausrechnen, wie hell das Ding eigentlich tatsächlich ist, weil ich halt auch weiß, wie heiß es ist. Und das ist super. Ja. Und ich habe mal als Beispiel ein Forschungsteam von der Universität Straßburg haben einen Algorithmus geschrieben, der nennt sich Streamfinder, der aus dem Datensatz herauslesen kann, was für Sternenströme es in der Milchstraße gibt. Also es gibt dann also so Bewegungen von Sternen, die halt einem bestimmten Muster verlaufen, dass halt Sterne in einem bestimmten Strom sich bewegen. Und diesen Streamfinder haben sie dann erfolgreich auf den Gaia-Datensatz angewandt. Es gibt dann auch 5 Tage später schon einen Vorabdruck eines Papers auf Arxiv.
wo sie das demonstriert haben. Und sie können jetzt Ströme erkennen mit weniger als 15 Sternen in einer Gruppe und ja, die ganzen anderen, es war wirklich schwer, das zu verstehen, weil ich ja keine Ahnung von sowas habe. Auf jeden Fall konnten sie jetzt Sternenströme erkennen, die man vorher nicht erkennen konnte, weil man halt jetzt wesentlich bessere Daten hat. Und das Interessante an diesen Sternenströmen ist, weil man vermutet, dass bestimmte Sternströme Satellitengalaxien von der Milchstraße waren, die dann irgendwann mal von der Milchstraße geschluckt wurden, weil die Milchstraße hat so ungefähr 50 plus minus ein paar zerquetschte, in dem Fall tatsächlich zerquetschte Satellitengalaxien, die sich quasi wie Planeten um die Galaxie selber bewegen. Und, ja, die beiden größten oder hellsten sind die Magellanischen Wolken, aber die sieht man bloß im Süden, also nur auf der Südhalbkugel. Genau, und aber Computersimulationen ergeben halt, dass die Milchstraße mehrere hunderte Satellitengalaxien haben müsste, die einfach nicht da sind und man durch diese Ströme quasi rekonstruieren kann, wenn man quasi den Strom bis an die Quelle folgt, also wo diese ganzen Sterne herkommen, kann man daraus herausrechnen, wo diese ganzen nicht vorhandenen Satellitengalaxien geblieben sind. Und das kann man mit diesem Streamfinder machen und das ist nur möglich, weil es jetzt diesen verfeinerten Gaia-Datensatz gibt. Genau. Und was die da im Wesentlichen machen, ist halt einmal die Ortsbestimmung, die Entfernungsbestimmung. Entfernungsbestimmung läuft einfach so, man guckt sich den Stern an, während die Erde auf der einen Seite von der Sonne ist und dann nochmal, während die Erde auf der anderen Seite von der Sonne ist. Dann hat man schon mal eine Linie und in beiden Fällen guckt man den Stern an und dann sieht man ja, wie der Stern seine Position am Himmel verändert. Und je nachdem, wie groß der Winkel ist, kann man daraus ausrechnen, wie weit er weg ist. Das ist das eine. Dann kann man noch gucken, wie verändert der Stern seine Position von Jahr zu Jahr und weiß dadurch, wie bewegt er sich am Himmel. Und dadurch sieht man halt eine Geschwindigkeitskomponente. Jetzt ist noch das Problem, du musst ja auch mal rausfinden, bewegt er sich auf uns zu oder von uns weg. Und das geht halt da nicht mehr mit irgendwie, ich vermesse mal die Entfernung von dem Stern irgendwie zweimal hintereinander und dann gucke ich, wie groß die Differenz ist, weil die Differenz zwischen diesem Mal, die bestmögliche Differenz, die du messen kannst, ist halt, wie gesagt, in 4000 Lichtjahren Entfernung. Naja, bestenfalls mal so auf 300 Lichtjahre genau oder so. Also das kriegst du einfach nicht hin, ne? Was du da machst, ist, du guckst dir das Spektrum nochmal an, also das Licht, das von dem Stern kommt. Und in dem Licht, da fehlen ja immer mal so Linien oder es sind Linien da, die einfach emittiert werden, weil bestimmte Stoffe in dem Stern drin sind, die halt Licht von einer ganz bestimmten Wellenlänge absorbieren oder halt emittieren. Und das Problem ist, es gibt ja sowas wie Rot- und Blau-Verschiebung. Wenn der Stern auf uns zukommt, dann sind die Linien ein bisschen ins Blaue verschoben. Und wenn er von uns wegfliegt, dann sind die ein bisschen ins Rote verschoben. Und das kann man halt messen, wie weit die verschoben sind. Jetzt nicht, also man könnte es mit einem Lineal messen und dann weiß man einfach, wie schnell das Ding von uns weg beziehungsweise zu uns hinfliegt. Und dadurch kannst du dann halt mit allem zusammen sowohl den Ort als auch die dreidimensionale Bewegung von so einem Stern vermessen. Mhm. Ja, und dann nimmst du die Daten und schmeißt die alle in ein Computerprogramm und das kann dir dann sagen, hier ist eine Gruppe von Sternen, die sich alle gleichmäßig in die gleiche Richtung bewegen. Ja, sehr schön. Es sollen jetzt alle 2 Jahre ein neuer Datensatz kommen, nochmal ein verbesserter Datensatz, also dann in 2 Jahren dann DR3 und so weiter und so fort, bis die Mission halt fertig ist. Und und dann wird es eine Nachfolgemission geben. Gaia ist ja im Grunde die Nachfolgemission von Hipparchos, der 1993 zu Ende gegangen ist, was ja so die erste Sternkartografierungssonde war. Genau. Der ESA. Ja, bei dem Start war doch auch irgendwas komisch schief gegangen. Das Ding war nicht in dem Orbit, in dem es sein sollte, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Da war irgendwas, ne? Meinst du jetzt Hipparchos oder Gaia? Hipparchos. Ja, okay.
Ja, Gaia wurde 2013 auf einer Soyuz-Rakete von Kourou ausgestartet, aber ich glaube, da war alles in Ordnung. Bei Hipparchos? Nee, bei Gaia. Bei Gaia, ja. Genau. Nee, da war, glaube ich, tatsächlich alles in Ordnung. Da hatte ich irgendwie nichts mitbekommen. Ja. Apropos irgendwie Probleme mit Start und so. In dem Fall noch nicht mit dem Start. Ach, wenn es so weit wäre. Ja, die große Frage ist, startet es, bevor es die, gibt es die Rakete noch, wenn das Ding startet? Ansonsten machen sie so wie bei der Delta-2-Rakete, lassen einfach noch so lange eine im Schuppen irgendwo stehen, bis das Ding fertig ist. Das James-Webb-Teleskop, wir haben ja letztes Mal schon drüber gelästert. Ja, schon vor ein paar Folgen, aber ja. Echt? Okay. Ja. Da lagen ja nach einem Test dann irgendwann mal so diverse Unterlegscheiben und Schrauben irgendwo rum. Ja, geht weiter. Ja, Screws and Washers, ne? Da gab es so noch ein paar mehr Probleme. es gab da wohl ein Katalysatorbett, ein einfaches Raketentriebwerk, so monopropellant, also das einfach nur eine Treibstoffkomponente hat, läuft ja gerne mal so, dass man den Treibstoff einfach über einen Katalysator drüber laufen lässt und dann kommt es zu einer chemischen Reaktion und hinten raus kommt ja der Antriebsstrahl sozusagen. Ne? Und den Katalysator, den musst du natürlich vorher vorheizen, damit der auch ordentlich funktioniert. Und man hat wohl bei einem Test das Ding überhitzt. Ja, es waren auch noch ein paar andere. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, was es alles war. Aber also es gab noch mehr Probleme. Also es waren mehrere kleine Dinge, die da irgendwie noch schiefgegangen sind. Und so ein bisschen muss man sich echt fragen, Leute, was macht ihr da drüben eigentlich? Das ist übrigens Northrop Grumman, die gleiche Firma, die auch die Omega-Rakete dann haben will. Und die gleiche, auch. Ach nee, ist ja noch nicht durch. Der Kauf von Orbital ATK ist noch nicht ganz durch, aber wird wohl kommen. Und die gleichen, die Zuma verkackt haben. Ja, genau, die auch. Also, die werden wahrscheinlich auf der Suche nach einem sehr guten PR-Menschen sein, ne? Meinst du, du könntest dich dort anbieten oder was? Nee, das würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Die werden jedenfalls einen brauchen, wenn sie das irgendwie jemandem verkaufen wollen, warum so viel gerade schief läuft. Was soll man sagen? Da geht mehr schief, als schief gehen dürfte. Also irgendwie, man kann ja immer sagen, hey, hier großes, komplexes Ding, aber offensichtlich mangelt es hier an relativ grundlegenden Dingen. Mhm. Ja. Gibt es da noch mehr zu sagen? Sonst, also ich wüsste jetzt auch nicht, einfach nee, fallen Teile von ab. Ja, irgendwie. Mehrere Bauteile. Ist ein bisschen wie beim IKEA aufbauen. Man baut es auf und am Schluss ist noch eine Schraube übrig. Ja, so ungefähr. Ja, gut. Okay, beenden wir dieses Kapitel. Ich muss gerade überlegen, James Webb Teleskopen, also wie das James Webb Teleskop im IKEA-Katalog heißen würde. James Webb Teleskopin. Aha. Jetzt okay. Nur 9,99. Kommen wir zu einem Thema, was mich so privat schon länger mal so beschäftigt hat, wo ich mir immer eine Frage gestellt habe, wie ist es eigentlich mit dem Abgas, was so eine Rakete von sich gibt, ist das irgendwie reguliert? Und hat eine Non-Profit-Organisation, also so eine Art Think Tank für Weltraumstrategie, the Aerospace Corporation, ein Paper veröffentlicht über die Technik und Politik von Raketenemissionen. Und das fand ich sehr erhellend, das möchte ich mit euch teilen. Denn Raketenemissionen sind zurzeit noch überhaupt nicht reguliert und die beschreiben das in dem Paper
in etwa so wie das Problem mit Weltraumschrott vor 20 Jahren. Also uns ist ja gerade jetzt sehr bewusst geworden, dass Weltraumschrott ein größeres Problem darstellt und auch schon den einen oder anderen Satelliten ausgenockt hat und dass das Problem, wenn man sich nicht drum kümmert, auch nicht kleiner wird und man ja jetzt in den letzten Jahren sehr viele Bemühungen hatte, das Problem zu lösen mit Vorschriften und so weiter. Und die sagen, das Problem mit Raketen, also mit dem, was bei Raketen hinten rauskommt, das ist genau in dem Status, in dem Weltraummüll vor 20 Jahren war. Das ist ein Problem, was man jetzt noch sehr einfach handeln kann und sehr proaktiv angehen kann. Aber in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten wird die Politik da aufholen und dann wird das einfach wegreguliert und dann steht man vor dem Problem. Und die fordern jetzt, dass man sich das jetzt schon sehr proaktiv, also auch die Industrie sehr proaktiv angeht. Das Interessante dabei ist, da geht es nicht um CO2-Ausstoß. Also man könnte ja denken, Riesenwolken, die da hinten rauskommen, da ist ja alles Mögliche drin, aber der Ausstoß ist so gering, dass er im Grunde vernachlässigbar ist. Es geht vor allem dem, was die Raketen in die Stratosphäre reinpusten, weil das sind so im Grunde die einzigen Luftfahrzeuge, die auch durch die Stratosphäre fliegen und dort ihr Zeug absetzen. Und das ist vor allem sind vor allem Rußpartikel aus Kerosintriebwerken und Aluminium- und Chlorinpartikel aus Feststoff. Chlorin ist Chlor. Genau, Chlorpartikel aus Feststoffboostern. Und das Interessante bei der Stratosphäre ist, dass sich dort Partikel bis zu 4 Jahre halten können, weil es im Grunde zwischen der, was liegt denn unter der Stratosphäre, ist das die Troposphäre. Genau, also zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre findet im Grunde. Oder Tropopause oder ja, sowas, je nachdem, wie klugscheißerisch du sein willst. Genau, findet im Grunde kein Luftaustausch statt. Und deswegen können sich dort Partikel, die dort von Raketentriebwerken ausgestoßen werden, sehr lange halten und auch ansammeln. Also da ist im Grunde Raketentreibstoffreste von 4 Jahren drin. Und was das jetzt macht, ist zum einen die Erde abkühlen. Das denkt man sich, das ist doch eigentlich gar nicht so dumm. Wenn man mehr Partikel in der Stratosphäre hat, dann kommt nicht so viel UV-Strahlung durch und die Erde hitzt sich nicht so stark auf, also wirkt dem Treibhauseffekt sogar ein bisschen entgegen. Aber das ist nicht nur UV-Strahlung, das ist alles Mögliche, was da nicht durchkommt. Genau, also auf jeden Fall hitzt sich dann die darunter liegende Atmosphäre nicht so stark auf und wirkt dem Treibhauseffekt so ein bisschen entgegen. Und das sind auch so im Grunde Effekte, die bei so Geoengineering-Ansätzen verfolgt werden. Also man sagen kann, wir können auch die Stratosphäre so ein bisschen mit Partikeln zumüllen und dann haben wir halt nicht mehr so viele globale Erwärmung. Einerseits ist das bei den Raketentriebwerken gar nicht so stark. Also es ist, glaube ich, der Effekt sind negativ 3 Milliwatt pro Quadratmeter, der da an Energie abgehalten wird. Und der Treibhauseffekt hat minus 10 Milliwatt pro Quadratmeter und der Treibhauseffekt hat eine Energie von plus 3 Watt, also von waren wir bei minus 10 Milliwatt und jetzt sind wir bei plus 3 Watt pro Quadratmeter, die der Treibhauseffekt quasi die Atmosphäre aufheizt. Also erstens ist diese Abkühlung gar nicht so stark, dass das irgendwie einen Effekt haben könnte. Aber wenn jetzt diese Geoengineering-Ansätze weiterverfolgt werden, muss es ja irgendwie reguliert werden und dann wird auch die unabsichtliche Geoengineering durch Raketen irgendwann reguliert werden und dann steht man halt vor dem Problem. Und der zweite Effekt ist, dass halt das Aluminium und das Chlor die Ozonschicht angreift. Das kennen wir ja alle von den FCKW-Stoffen, die irgendwann in den 90ern verboten wurden, vom Abkommen von Montreal. Und das war ja sehr effektiv, was halt das FCKW angeht, also das Ozonloch. Also es gibt immer mal wieder Ozonlöcher und die werden mal wieder größer, mal kleiner. Aber es ist nicht mehr so die Krise wie bevor FCKW verboten wurde. Aber das Abkommen von Montreal ist immer noch aktiv sozusagen. Also es wurde jetzt erst vor kurzem ein Ersatzstoff verboten, der im Grunde FCKW-Stoffe ersetzen sollte, weil der genauso schädlich ist, wie es sich herausstellte. Und der wurde dann sogar proaktiv verboten und gesagt haben, dass wir jetzt erst gar nicht hier aufkommen. Da sagen die auch, also durch das Abkommen von Montreal und anderen Abkommen, die sehr effektiv und sehr proaktiv sind, können dann sagen, okay, jetzt müssen wir auch den Raketenausstoß kontrollieren.
Und das bedeutet, dass es jetzt noch kein Problem gibt mit Raketenausstößen. Das gab sogar mal Ansätze beim Space Shuttle. Das sollte ja, geplant war das ja, dass es irgendwie jeden Monat oder jede Woche fliegen sollte. Jede Woche, also 50 pro Jahr. Genau, und dann da in den 80er, mindestens 90er Jahren hieß da, okay, wenn das Space Shuttle jetzt so oft fliegt, dann müssen wir das schon kontrollieren. Aber dann flog es ja nicht so oft wie gedacht und wurde ja mit den 2000er Jahren noch immer weniger. Und dann schlief auch das öffentliche Interesse immer weiter ein. Aber jetzt mit der doch drastischen steigenden Anzahl von Raketenstarts im Jahr kann es sehr schnell passieren. Und schreiben auch, das hängt auch immer von der öffentlichen Meinung ab, dass innerhalb von einem Jahr, ein paar Jahren, das reguliert wird und dann stehen die Raketenfirmen vor ganz großen Problemen und man muss doch jetzt aktiv erstens grundlegende Forschung treiben, weil es sie kaum gibt, also gerade jetzt bei neuen Methantriebwerken gibt es kaum noch Grundlagenforschung, was die Ausstöße angeht und man muss das einfach jetzt machen, einerseits halt, um halt die Umwelt zu schonen, aber andererseits auch, weil das irgendwie ganz schnell reguliert werden kann und dann hat man das Problem und noch keine Lösung in der Schublade. Jo, ich sehe hier gerade Zeugs. SpaceX ist zuverlässig. Der Start wurde noch ein Stückchen weiter verschoben. Ist jetzt irgendwie 11:45 oder so. Ja. Was ich zu dem Paper sagen wollte. Ich fand, die Frage mit Chlorverbindungen, die das Ozon angreifen, jupp, okay. Finde ich, ist nachvollziehbar, so als Problem. Das andere nicht so sehr, weil mit der gleichen Argumentation könntest du sagen, also die sagen ja dort, ja, es kühlt ein bisschen die Erde ab, aber es heizt die Stratosphäre auf und durch die höheren Temperaturen wird das Ozon abgebaut, ne? Ja. Mit der gleichen Argumentation kannst du sagen, ja, wir müssen mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre reinpusten, um die Stratosphäre abzukühlen, damit wir die Ozonschicht irgendwie bewahren können. Weil das ist so ein Nebeneffekt. Also umso mehr Kohlendioxid du hast, und ich habe schon in die Shownotes reingepackt die passenden Links dazu, umso mehr Kohlendioxid du in der Atmosphäre hast, umso kälter wird die Stratosphäre, das kann man auch messen. Also heizt sich halt entsprechend auf und ist genau der gleiche Effekt, ne? Nur umgekehrt. Oder kannst auch sagen, mehr Ruß oder mehr Aluminiumpartikel in der Stratosphäre verhalten sich genauso wie weniger Kohlendioxid in der Atmosphäre darunter, also in der Troposphäre letzten Endes. Was bringt das? Weißt du, was ich meine, ne? Ja, aber das ist ja ist wirklich minimal. Ja, das ist ja genau, was Sie sagen. Das ist jetzt noch minimal, aber es ist auch jetzt noch nicht ausreichend erforscht. Also man weiß auch oft gar nicht, was jetzt der genaue Effekt ist. Also Sie sagen ja einerseits mehr Forschung, mehr Grundlagenforschung, auch durch Sensoren halt in der Stratosphäre. Und man muss das Problem jetzt angehen, wo es im Grunde noch gar kein richtiges Problem ist, bevor es dann zu einem Problem wird und man schnell eine Lösung finden muss. Also sie sagen, jetzt hat man noch genügend Zeit, eine langfristige Lösung zu finden, ohne dass man sich da davor wirklich große Zeitherausforderungen gestellt wird, sondern jetzt ist es noch ein Problem, was man gut managen kann. Aber insofern das stimmt, was die sagen, dass die Partikel dort 4 Jahre in der Stratosphäre bleiben, sehe ich auch nicht, dass das irgendwie ein langfristiges Problem sein kann. Ich meine, klar, diese 4 Jahre, ja, das ist bestimmt irgendwie so eine Halbwertszeit oder so. Naja, wenn jetzt die Raketen immer, also Elon Musk sagt hier, jeden Tag eine Rakete fliegen lassen. Ja. Nö, das ist ja egal, weil das Teilchen, das bewegt sich ja nach unten mit irgendeiner bestimmten Geschwindigkeit oder mit irgendeiner bestimmten Tendenz. Und diesem einen Teilchen ist völlig egal, ob da noch mehr Teilchen sind. Hä, ich verstehe das nicht. Definitiv. Umso mehr Raketen du fliegen lässt, umso mehr Teilchen kommen doch in die Stratosphäre. Ja, aber die gehen halt trotzdem genauso schnell raus. Ja, aber sie akkumulieren sich ja schneller. Ja, aber die Menge an Partikeln, die entfernt werden, die aus der Stratosphäre wieder rausfallen, die hängt davon ab, wie viele Partikel schon in der Stratosphäre drin sind. Und woher weißt du das?
weil die Teilchen halt, weil sich das eine Teilchen, weil sich jedes einzelne Teilchen immer gleich verhält, völlig unabhängig davon, wie viele Teilchen sonst noch da sind, weil die halt einfach sehr, sehr dünn verteilt sind. Ja, aber wenn also sie sagen, wirklich, wenn sie sagen, sie sammeln sich, also sie haben so eine Halbwertszeit von 4 Jahren und wenn in den 4 Jahren 100 oder 1000 Raketen durchfliegen, macht das ja einen Unterschied. Ja, aber es ist halt kein langfristiges Problem, weil du kannst halt sagen, okay, du hast 1000-mal so viel, aber das heißt, dass jedes Jahr auch 1000-mal so viel da wieder rausfällt. Und na, wenn du dann eine Halbwertszeit von 4 Jahren annimmst, dann sagst du, okay, in 4 Jahren ist die Hälfte noch da, in 8 Jahren ist ein Viertel da, in 12 Jahren ist nur noch ein Sechzehntel da und so weiter und so weiter. Und in 40 Jahren ist ein Tausendstel da oder sowas. Ja, aber da. Also heißen, es ist jetzt nicht so das Problem, wo doch, ich sagen natürlich. Würde. Natürlich, Frank, du verstehst die Logik dahinter nicht. Wenn ich jetzt. Da wird ja die, also umso mehr Raketen quasi durch die Stratosphäre fliegen, umso mehr wird die Ozonschicht angegriffen. Das ist halt eine Frage von dem Chloratom hauptsächlich. Und das ist, ja, muss man schauen. Ist aber zurzeit, ist nicht übermäßig viel, aber ich fand Feststoffraketen sowieso nicht toll, erstens. Und zweitens, allein schon wegen den Effekten am Boden. Und zweitens werden wir auch recht bald keine Feststoffraketen mehr sehen, weil die einfach zu teuer sind im Vergleich zu flüssigen. Ja, aber dann, aber Sie haben ja auch gesagt, bei den Methantriebwerken weiß man auch gar nicht, was der Effekt ist. Ja, ist halt Kohlendioxid, Wasser und maximal eine sehr, sehr kleine Menge an Ruß. Und nur weil man das nicht untersucht hat, kann man jetzt nicht sagen, ja, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert, sondern ja, wir können es sehr gut abschätzen. Weil es verbrennt halt, klar, du hast immer einen Überschuss an Methan drin. Das heißt, ein bisschen Ruß wird entstehen. Es wird auch ein kleines bisschen irgendwie merkwürdige Kohlenwasserstoffe dabei entstehen, aber sehr, 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 sehr wenig. Einfach weil, ja, wird halt relativ gut verbrannt. Und irgendwie langkettiges Zeugs, das wird dann echt ernsthaft schwierig zu bekommen sein. Und auf jeden Fall wird das sehr viel einfacher überschaubar sein als zum Beispiel mit Kerosin. Und über Kerosin haben sie ja gesprochen. Und ja, also sorry, das kann ich nicht nachvollziehen. Okay, du bist da noch. Da kann man einfach sagen, man kann jetzt nicht sagen, okay, Methan haben wir noch nicht untersucht, aber naja, Methan ist halt einfach wie Kerosin, nur mit deutlich weniger, nur sehr viel kurzkettigere und sehr viel weniger Ruß und sehr viel weniger an irgendwie komplexeren Kohlenwasserstoffen. Mehr ist da einfach nicht. Und da kann man jetzt nicht sagen, ja, wir wissen ja überhaupt nicht, was da passieren kann. Doch, können wir sehr gut sagen dann. Also wenn du weißt, was mit Kerosin passiert, dann kannst du sagen, okay, ja, weniger als das halt. Also, aber du kannst auch die Argumentation nachvollziehen, dass sie sagen, man muss das jetzt angehen, bevor es die Politik quasi von sich aus reguliert. Man kann sich halt mal kurz drüber Gedanken machen. Man sollte das auch ausrechnen und simulieren, das haben sie ja gemacht. Aber ich sehe da jetzt keinen krassen Handlungsbedarf. Ja, also jetzt noch nicht, halt, aber das ist ja genau wie mit dem nee, aber das ist halt, Space ist halt der Punkt. Debris. Man muss es halt ausgerechnet haben, und das hat man ja jetzt, dass man so ungefähr einen Überblick hat, wann man in die Nähe kommt. Ja, und dann hat sich das irgendwo auch schon mal, weil es ist so weit entfernt von irgendwie einem ernsthaften Problem, dass man jetzt erstmal sagen kann, okay, gut, wir wissen, dass da was sein kann, aber auf alle absehbare Zeit ist das noch kein Problem, fertig. Nee. Wenn es dann irgendwann ein Problem wird, dann weiß man es dann. Okay, gut, also du bist ja noch skeptisch. Ich sehe da noch zurzeit, wie gesagt, es ist einfach zurzeit noch kein Problem. Irgendwann wird es dann mal ein Problem, aber jetzt da einen ganz großen Bohai draus zu machen, da gibt es wichtigere Dinge. Da gibt es echt wichtigere Dinge. Okay. Gut. Dann machen wir weiter mit China. Ich hoffe, da bist du nicht so skeptisch. Das ist zum Beispiel was Wichtiges. Okay, hier hört es zuerst. Frank erzählt euch, was wichtig und was nicht wichtig ist.
Nee, aber sorry, also Raketen, die einem aufs Dach fallen können, finde ich jetzt erstmal wichtiger im ersten, so in allererster Annäherung, als die Frage, ob wenn irgendwann mal pro Jahr 50.000 oder 100.000 Raketen fliegen könnten durch die Stratosphäre, was für Auswirkungen das haben könnte. Okay, also worum geht's? China will jetzt, baut ja gerade oder entwickelt gerade ihre Lange Marsch 8. Und die soll frühestens 2021 fliegen. Und jetzt wurde angekündigt, dass die Lange Marsch 8 eine wiederverwendbare Rakete werden soll, wo zunächst die erste Stufe und die zwei Seitbooster landen sollen, also ähnlich wie bei der Falcon Heavy. Und dann in einem zweiten Schritt bis 2030 die komplette Rakete wiederverwendbar sein wird. 2035, Entschuldigung. Also haben sie da so eine sehr ambitionierte und sehr lange Roadmap vor sich, also 2021 halt erster Flug der Falcon 8, der Langen Marsch 8, dann 2025 suborbitale Flüge, 2030 orbitale Flüge mit zwei wiederverwendbaren Stufen und 2035 soll die komplette Rakete wiederverwendbar werden. Warum machen die das? Einerseits, weil es natürlich gerade so trendy ist, eine wiederverwendbare und vertikal landende Rakete zu haben. Andererseits natürlich müssen sie ja sowieso irgendwie kontrollieren, wo ihre Booster landen, weil zurzeit landen die bei Leuten in den Häusern und das ist langfristig nicht so gut. Und deswegen sagen sie, okay, wenn wir eh schon kontrollieren, wo unsere Booster runterkommen, dann können wir sie auch gleich vertikal landen. Aber was ich sehr lustig fand in diesem Artikel, betonte der Sprecher der chinesischen Raumfahrtagentur, dass sie andere Technologie verwenden werden wie SpaceX. Dass sie nicht einfach nur SpaceX kopieren werden. Das war denn sehr wichtig zu betonen. Das sagen nicht nur die Chinesen. Ja, fand ich aber ein sehr nettes Tidbit. Also, genau, also China will auch einen vertikal landenden Booster bauen, Lange Marsch 8, aber das mit dem Landen wird wahrscheinlich nicht vor 2025 bzw. 2030 passieren. Übrigens, das hat einen Namen, das nennt sich Not Invented Here Syndrom, irgend sowas. Genau, also einfach mal googeln nach Not Invented Here. Ja. Also es war nur so eine kurze Meldung, die ich reinbringen wollte, weil wir wissen ja alle, dass China die beste Raumfahrtnation der Welt ist. Ja, gibt's auf Wikipedia Not Invented Here. Ganz einfach. Jetzt haben wir einen Blog zu ILA. Dazu muss ich sagen, wir haben uns vor einer Woche in Berlin getroffen und wir eine kurze Zusammenfassung der ILA aufgenommen, beziehungsweise Frank da und alles auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin erlebt hat. Und das sind so etwa 15 Minuten Gespräch geworden, die werde ich an das Ende des Podcasts als Outro dran schneiden. Aber Frank möchte jetzt nochmal explizit über ein paar Themen von der ILA gesondert reden, so wie ich das verstanden habe. Genau, unter anderem das, was jetzt schon angeklungen ist. nein, also was die ESA macht, man baut jetzt halt so Zeugs wie Callisto beispielsweise. Hatten wir uns mit Sicherheit schon mal drüber unterhalten. Ja, natürlich haben wir uns schon drüber unterhalten. Kleine Testrakete, die auch landen soll. Und die sind natürlich auch, es ist natürlich eine völlig Eigenentwicklung von der ESA, ne? Die benutzen für die Landebeine Technik, die von irgendwelchen Raumsonden schon benutzt wurde, wie Philae. Ist alles neu, ist natürlich völlig offensichtlich, woher es kommt. Die Animationen sehen auch letzten Endes genauso aus wie eine Falcon 9 Rakete und ist ja auch okay. Leute, das ist nicht so peinlich, wie es aussieht. Es ist eine Technik, die funktioniert und es ist absolut erlaubt, eine Technik, die funktioniert, einfach zu kopieren letzten Endes oder nachzuahmen. Weil, ja, es ist eine gute Idee. Also wenn man irgendwie sieht, aha, es gibt hier ein rundes Ding, das sieht aus wie ein Rad, beziehungsweise, Moment, wir wissen noch gar nicht, wie es heißt, aber der Erfinder hat es Rad genannt. Ja, okay, ihr könnt es dann irgendwie anders nennen, aber es wird dann höchstwahrscheinlich trotzdem rund sein und auch funktionieren, weil es halt rund ist. Und dann könnt ihr noch irgendwie sagen, ja, aber unser Rund ist anders rund, aber Leute, kommt. Es ist alles in Ordnung. Niemand nimmt euch das übel, dass ihr einfach genau das macht, was andere machen, weil ihr wisst, das funktioniert.
Ja, sorry. Ist einfach so. Ja, also Callisto, übrigens nicht offiziell von einem Japan mit einem japanischen Triebwerk unterwegs, aber inoffiziell schon. Irgendwie, man will sich dort von den von der japanischen Seite aus noch nicht äußern, so wie ich das mitbekommen habe. Wird aber übrigens einen Nachfolger haben, der nennt sich dann Themis. Davon hatte ich noch nichts gehört, wahrscheinlich aus eigener Ignoranz heraus. Themis ist dann letzten Endes, ja, einfach nur Nachfolger. Letzten Endes das, was SpaceX damals mit den Grasshopper gebaut hat. Dann auch mit einem ordentlichen Triebwerk dran. Das wird dann das Prometheus-Triebwerk sein. Was ja für den Nachfolger der Ariane 6-Rakete vorgesehen ist. Und ja, Prometheus-Triebwerk. Was soll man dazu sagen? Ich werde jetzt demnächst, und wenn der Podcast rauskommt, sollte es auch da sein, werde ich einen Artikel geschrieben haben, in dem dann auch ein Interview ist mit jemandem vom DLR, der auch an der Entwicklung von Prometheus beteiligt ist. Da wird es ein Interview auf jeden Fall geben. Es wird auch ein Interview geben mit jemandem, der an der Entwicklung von Callisto beteiligt ist. Und könnt euch dann mal anhören, was der zu sagen hatte. Ich war da unterwegs mit jemandem, mit Daniel Pog, der lange Zeit bei Golem ja Videoredakteur und sehr viel Videozeugs gemacht hat, und habe mit ihm sehr viel Spaß gehabt bei den Interviews und so, weil ja, der hat mich dazu überredet, das Ganze mal mit Video zu machen, und stellt sich raus, auf einer Messe ein Hintergrundgespräch mit Video aufzunehmen, ist eigentlich das perfekte Format letzten Endes. Ich war nur aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, hatte ich gesagt, nee, ich brauche kein eigenes Mikro. Ich hatte so gedacht, naja, okay, wir nehmen halt das Interview auf, ne, so dass nur der Interviewpartner zu sehen ist im Video. Und dann brauche ich ja kein eigenes Mikrofon. Mhm. Genau. Naja. Aber also man muss dazu sagen, für die PodcasthörerInnen, dass es jetzt ein Video-Interview ist, das muss man sich auf der Golem-Webseite anschauen. Das muss man sich dann auf der Golem-Webseite anschauen. Da wird man dann auch Video-Werbung konsumieren müssen vorher. Ich weiß nicht, ob da Adblocker hilft oder nicht. Es ist ja Werbung, die dir zugutekommt. Also das werden die Leute verkraften. Es ist Werbung, die auf jeden Fall dem Verlag zugutekommt. Ja. Und letztendlich damit auch mir irgendwo. Und die Videos, die bringen tatsächlich deutlich mehr Geld an Werbung. Also die Werbung vor den Videos, die bringt tatsächlich mehr als der Rest. Ja. Ich muss jetzt ein NDA unterschreiben. Ich glaube, das ist noch offensichtlich. Ich hoffe, das läuft noch unter, ja, ist irgendwie. Ja, der Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast hatte mal erzählt, irgendwie, wie viel die Frankfurter Zeitung bei ihren Videos verdient, an tausender Kontaktpreisen. Da schlackern dir die Ohren. Ich denke, das ist bei Golem ähnlich. Ja, ja, die sind auf jeden Fall besser als der Rest. Ja. Genau, ich habe hier noch, du hast noch was Zweites aufgeschrieben. So, Prometheus. Ja, genau, wie gesagt, Prometheus haben wir uns drüber unterhalten. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Also der Name kommt mir bekannt vor. Letztens methanbetriebenes Triebwerk, Gasgeneratorantrieb. Letzten Endes, ich sag mal, Es klingt ein bisschen böser, als es gemeint ist. Es ist ein Merlin-Triebwerk mit Methan. ist natürlich eine Eigenentwicklung letzten Endes. Baut wahrscheinlich auf dem Romeo-Triebwerk auf. Also auf jeden Fall auf der Erfahrung baut es auf. Ich weiß nicht, wie weit da die Konstruktion übernommen wird. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Romeo-Triebwerk, auch bekannt als ACE-42R, war ein Triebwerk, das entwickelt wurde für ein Raketenflugzeug, was so ja letztendlich dieses Weltraumtouristenzeugs irgendwie bedienen sollte. Solange wie das noch ganz groß angehypt war, so irgendwie so mit so Ende der 2000er, vor den 2010er Jahren, wurde dann irgendwann eingestellt, das Projekt. Aber das Triebwerk wurde halt entwickelt, und
ja, man kann so ein bisschen sich die technischen Daten anschauen und letzten Endes kommt man drauf, okay, wenn man das gleiche Triebwerk nimmt, eine bessere Brennkammer reinbaut, die einfach nur stabiler ist und dahinter eine Turbopumpe reinbaut, die einfach den doppelten Druck erzeugen kann, dann kommt ungefähr das Prometheus-Triebwerk raus. Es ist mit Sicherheit noch sehr, sehr viel mehr als nur das. Also Raketentriebwerke sind kein Lego. Also es ist wahrscheinlich sehr viel komplizierter als das, aber man baut halt genau darauf auf. Und erstaunlicherweise ist die Entwicklung ungefähr wirklich so ähnlich wie beim Merlin-Triebwerk. Also beim Merlin-Triebwerk hatte man ja auch irgendwann mal was um die 42 Tonnen Schub gehabt am Anfang. Ich glaube sogar 34, die ersten, die noch mit der Falcon 1-Rakete geflogen sind. Und hat die dann nach und nach mit besseren Turbopumpen und so weiter versehen, bis der Schub und die Effizienz dann halt entsprechend besser waren. Und letztendlich macht man beim Prometheus-Triebwerk wahrscheinlich genau das Gleiche. Man will es außerdem billiger herstellen können, also irgendwie sehr viel 3D-Druck und Gezeug halt, was halt jetzt derzeit in aller Munde ist in der Raumfahrt. Auf die Art und Weise will man ja auch das Vulkan-Triebwerk verbessern und es gibt jetzt auch ein Projekt, dass man das Vinci-Triebwerk verbessert auf die Art und Weise. Also das Vinci-Triebwerk wird derzeit noch irgendwie mit klassischen Methoden hergestellt und man will das Ganze auch billiger machen mit 3D-Druck und allem Möglichen. Ja, es bewegt sich was und das ist halt so, ja, werdet ihr nachher hören, was mein Eindruck auf der ILA war davon. Von so mein Gesamteindruck. Was man auch so gesehen hat, alte Konzepte werden jetzt, also alte Konzepte, die man irgendwie ein bisschen versteckt hatte, werden jetzt halt mutig ausgestellt. Der Spaceliner, den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber der wird wohl schon seit 2005 entwickelt. Mhm. Ist letzten Endes ein Konzept, das aussieht wie ein Space Shuttle aus den, so ein Space Shuttle-Konzept aus Ende der 60er Jahre oder so, als das Ding noch geflügelt war. Na, da gab es ja Space Shuttles, wo der untere Teil Flügel hatte und der obere Teil auch Flügel hatte. Yeah. Und genau sowas ist das letzten Endes. Auch mit Wasserstoffbetrieben und letzten Endes mit Triebwerken, die im Schub den Haupttriebwerken des Space Shuttles verblüffend ähnlich, um nicht zu sagen identisch sind. Allerdings soll der Brennkammerdruck dann deutlich niedriger sein. Großes Problem bei dem Ganzen sind die Entwicklungskosten, irgendwas um die 30 Milliarden. Und ja. Und erster Flug irgendwie vorgesehen 2040 oder so. 2040, 50 oder so. Also wenn wir alle alt und graus sind. Falls das irgendwann mal finanziert wird. I believe not. Ja, das ist. Aber man sieht da schon irgendwie, es hat in den letzten 2 Jahren wirklich einen Mentalitätswandel gegeben. Also auch 2016 wurde mir auf der ILA noch versichert, irgendwie so SpaceX, naja, das ist alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Das hat sich geändert. Also das nimmt jetzt jeder ernst. Aber du warst doch, also das sagst du, glaube ich, auch nachher nochmal im Interview, du warst doch etwas positiver gestimmt als bei der letzten ILA. Ja, insgesamt. Also wie gesagt, wenn man halt so ein bisschen gemerkt hat, okay, es bewegt sich was, man geht damit etwas weniger Franz an das ganze Thema ran, als man das halt vor 2 Jahren gemacht hat. Jetzt hast du noch ESA in den 80er Jahren, ist das Spaceliner? Nee, das ist der DLR-Spaceliner. Ich habe recherchiert, einfach bloß, weil ich wollte niemandem was Falsches unterstellen und bin dann auf irgendwelche alten Archive gekommen von Zeitschriften. Und die sind ziemlich cool. Also es gibt da einen alten Beitrag über die Ariane-Rakete. Ohne irgendwelche Zahlen dahinter, sondern einfach nur Ariane, Space Shuttle's Rival. Vom 15. Juli 1978, Flight International nennt sich das Ding, super Artikel, also vor allen Dingen Flight International hat wirklich ein Archiv, das geht zurück bis 1930er Jahre oder so, also richtig böse viel
Und da kann man sich dann durchaus verlieren. Nee, warte, 1909. Also von 1909 an bis, ich weiß nicht, das Online-Archiv geht bis 2004, kann man dann durchsuchen. Also verlinkst du das auch? Ja, mache ich dann noch. Das ist schon ziemlich cool. Und dann vor allen Dingen aus den 80er Jahren. Die Ariane-Rakete, so wie sie damals geplant war, die war praktisch schon bis Ariane 4 durchgeplant. Also Ariane 1 bis 4 ist halt so alles aus einem Guss mehr oder weniger. Und da ging es dann schon Anfang der 80er Jahre letzten Endes um die Ariane 5 Rakete. Also das war vollkommen klar, ne? Und ja, da hatte man dann diverse Konzepte gehabt. Muss ich dir auch mal schicken. Guck dir das Ding mal an. Und das erinnert doch sehr verblüffend an heutige Diskussionen. Es gibt dann noch einen Artikel, da steht dann halt dran, ja, Ariane 5 Rakete ist eigentlich eine technologische Sackgasse, weil nicht wiederverwendbar. Und ja, das ist halt, ist heutzutage irgendwie schon prägnant, ne? Ja, hier, the three reusable rockets studied by ESA. Interessant. Ja, also ist ziemlich cool. Da geht es dann auch schon um Ariane 6. Wohlgemerkt 1984. Ach ja, Apollo. Das Apollo-Shuttle ist hier noch zu sehen. Ja, ach. Nee, ach, nicht Apollo, Hermes-Shuttle, ja. Hermes, ja, natürlich. Ja. Ach, also, Hermes. Ich kann nur sagen, es ist cool. Es ist wirklich, das ist ja krass. Ist wirklich ein tolles. Und das Magazin heißt Flight Global, oder wie? Flight International. Ah, aber hier steht noch Flight Global Archive. Also, von mir nicht. Kann sein, dass die mehrfach irgendwie den Namen geändert haben oder sowas. Und das geht tatsächlich bis 1909 zurück. Das ist krasser Scheiß. Wahnsinn. Erster krasser Scheiß. News of the Week. Wright's Flight for the Michelin Cup. Also hier geht es noch um die Gebrüder Wright. Ah, das ist da habe ich noch nicht reingeguckt. Das ist hier, das ist die erste Ausgabe. Cool. Flight at Olympia. Das ist ja mega krass. Ja, wahrscheinlich kann man dort auch die ganzen Patentstreitigkeiten dann irgendwie nachvollziehen, weil die Gebrüder Wright haben ja einen riesengroßen Apparat an Anwälten gehabt, um ihre Patente da durchzusetzen, weshalb in den USA die Entwicklung von Flugzeugen einfach nur gnadenlos stagniert ist. Die sind dann im Ersten Weltkrieg mit französischen Flugzeugen geflogen, weil sie selber keinen hatten. Ich habe jetzt gerade mal eine Ausgabe vom 6. Januar 1944 aufgemacht, ist eine große Werbung für Small Parts for Big Jobs. Our bombers were out over Germany last night. Also sehr viel Werbung für, dass man doch für Kriegsunternehmen arbeiten sollte. Ja. Auf jeden Fall, man sieht dort richtig schön die Entwicklung von Ariane 5 Rakete und so weiter. Woher das alles gekommen ist, wie es alles gekommen ist. Und ja, ich fand das cool. Ich habe auch mitgekriegt, ich habe, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Ausgabe mindestens einmal Blödsinn erzählt oder ich habe es irgendwann mal bloß mich mit jemand anderen oder mit dir unterhalten außerhalb vom Podcast. Ich weiß das nicht mehr, ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Es ging um die Oberstufe von der Ariane 5 Rakete, wo ich irgendwie gesagt hatte, dass bei der Entwicklung immer vorgesehen war, die Oberstufe mit einem neuen Triebwerk zu versehen, das wieder startbar ist und so weiter. Und das war alles Unsinn. Es war immer vorgesehen, eine H10 Oberstufe zu haben. Und H10 Oberstufe heißt einfach nur Oberstufe mit 10 Tonnen Treibstoff. Und ich hatte das aber irgendwie falsch interpretiert und hatte gedacht, mit H10 ist ein neues Triebwerk mit 10 Tonnen Schub gemeint gewesen. Und das war nicht so. Wenn ich das irgendwann mal gesagt habe und jemand das hört und weiß, dass ich das gesagt habe, das war Unsinn. ja, ne? Also irgendwie bloß, um das mal richtig zu stellen, vorsichtshalber. Es gab diverses Zeug, was man hier sehen kann. Ja, fand ich halt cool. Also man war sich halt wirklich schon Mitte der 80er Jahre, als man angefangen hat, die Ariane 5 Rakete zu entwickeln, ziemlich sicher, irgendwie ist das hier ein bisschen eine Sackgasse, in die wir uns hier begeben haben.
Und die Entwicklung ging ja dann immer weiter mit Hermes. Hermes wurde ja immer schwerer, sehr viel schwerer. Und dann das HM60-Triebwerk, das ursprünglich irgendwie mal sowas um die 60 Tonnen Schub haben sollte. Aber dann habe ich gesehen, nein, nicht 60, sondern 80 Tonnen Schub. Aber irgendwie musste auf 60 Tonnen reduziert werden können. Normalerweise werden die Triebwerke ja immer so benannt, dass die Zahl, zu der Zeit war das immer so, die Zahl sagt praktisch, wie viel Tonnen Schub das Ding hat. Und HM60 bin ich immer davon ausgegangen, ja, ist für 60 Tonnen Schub ausgelegt gewesen, aber es wurde der Minimalschub gewesen und nicht der normale Schub. Das waren 80 Tonnen. Wurde dann aber irgendwie immer größer und am Ende, das Vulkan-Triebwerk hatte ja mehr als 100 Tonnen Schub. Also es wurde halt alles an der Rakete wurde immer größer und dann gab es Entwicklungsprobleme, deswegen hat sich der erste Start ja auch von 1994 auf 96 verschoben und der lief dann ja auch nicht allzu toll. Das war wirklich so, du merkst halt, die waren dort echt ambitioniert und wenn du dir den Artikel von 1978 durchliest, da war das nicht so. Ein völlig anderer Ansatz. 1978, das war halt alles sehr konservativ. Also sehr einfache, sehr konservative Technik, die da immer, das wurde da regelmäßig auch gesagt. Und siehe da, das Ding kam innerhalb des Zeitplans, das Ding wurde auch im Budget fertig und alles. Also man hat halt einfach gesagt, okay, wir schauen uns die Technik an, die wir haben und bauen daraus irgendwie die vernünftigste Rakete, die wir bauen können und fertig ist. Und bei der Ariane 5 Rakete, da ist es dann halt, man merkt so richtig irgendwie, man wollte da das ganz große Ding irgendwie machen und dann ist es Stück für Stück an allen möglichen Stellen in sich zusammengefallen, das Konzept. Mhm. Angefangen mit der Wiederverwendung, die halt nicht genommen wurde, was im bisschen nachvollziehbar ist, weil halt die Wiederverwendung beim Shuttle halt komplett gescheitert ist. War halt einfach nur Totgeburt, ne? Man hat ja sehr schnell mitgekriegt, dass die Wartung von den Triebwerken vom Space Shuttle, allerdings hauptsächlich, weil die Dinger extrem komplex waren und sich an der absoluten Grenze des technisch Machbaren bewegt haben, dass die Wartung da halt extrem teuer geworden ist. Gleichzeitig hatte man ja, man hatte so einzelne, es gab so das Konzept, dass man zumindest die mittleren, die erste Stufe von den Ariane-Raketen, dass man die wiederverwendet. Ich habe jetzt gelernt, die erste Stufe von den Ariane-Raketen, die bestand aus Stahl. Und schöner Kruppstahl. Ja, so ungefähr. Und was man damals gemacht hat, man hat halt das Abgas von den Gasgeneratoren benutzt, um innen drin in den Tanks den Treibstoff unter Druck zu setzen, damit man kein Helium brauchte. Und das ging in der zweiten Stufe nicht, weil die zweite Stufe war aus Aluminium. Und das wäre dann zu heiß geworden. Ja. Und deswegen hat man dort dann in der zweiten Stufe Helium genommen. Aber die erste Stufe, die hatte man tatsächlich vorgehabt, mit einem Fallschirm landen zu lassen. Und das hat nicht funktioniert. Das sind rührige Artikel, muss man sagen, die da drinnen stehen. Also ich weiß es nicht, ob die auch über diesen Fallschirm irgendwas schreiben, aber dort glaube ich nicht. Aber in der ersten Beschreibung von der Ariane-Rakete steht dann halt da irgendwie die Trennung erfolgt nominal bei 6.800 und ein paar zerquetschen km/h. Und das ist letztens genauso schnell, wie auch die Falcon 9 Rakete ist. Und wir wissen ja alle, wie das bei der Falcon 9 Rakete ist, bei der Abtrennung. Die muss dann nochmal abbremsen, damit die Belastung nicht zu groß wird. Und ja, wahrscheinlich hatten die genau das gleiche Problem. Und SpaceX hat ja auch am Anfang versucht, mit Fallschirmen die Stufe zu landen und haben dann mitgekriegt, ja, das wird nichts. Hätten sie mal bei der ESA nachgefragt. Aber die haben es halt, glaube ich, auch bloß einmal versucht. Hätten das ein paar Mal gemacht, wer weiß, was draus geworden wäre, wenn die das irgendwie ernsthaft betrieben hätten. Vielleicht wären sie dann auch drauf gekommen, hey, wir starten einfach nochmal ein Triebwerk neu. Ja, ich glaube, die Viking-Triebwerke von der Ariane-Rakete waren nicht neu startbar.
bisschen blöd. Ja, ja und so weiter. Also da gab es halt, es gab jede Menge Konzepte. Für die Ariane 5 Rakete war auch mal vorgesehen, dass die erste Stufe fünf Triebwerke haben sollte. Da hätte man dann so ein mittleres Triebwerk auch gehabt zum Landen, aber man hat dann sehr schnell festgestellt, wir bekommen dann so Probleme mit Pogo-Oszillation und ähnlichem Zeugs. Und also Pogo-Oszillation, das ist das Phänomen, du hast irgendwie eine Druckwelle im Treibstofftank und dann kommt die Druckwelle beim Einlass von den Pumpen an, dann pumpen die Pumpen diese Druckwelle durch und dann kommt halt im Triebwerk irgendwie plötzlich mal ein bisschen mehr Treibstoff als üblich an. Kann ja mal passieren. Dann hat das Triebwerk für einen kurzen Moment mehr Schub und dadurch entsteht im Treibstofftank wieder eine Druckwelle. Dann hast du das Problem, dass die Druckwelle wieder irgendwann bei dem Triebwerk ankommen kann und so weiter und so weiter. Und das kann sich dann aufschaukeln, wenn du Pech hast. Und die hatten halt so ein Problem damit gehabt. Deswegen ist dazu nicht gekommen und dann hat man andere. Also das war so die erste Konstruktion, die man für die Ariane 5 vorhatte, aber das hat man dann halt nicht gemacht. Ja, gab noch diverse andere. Und natürlich alle mit Hermes obendrauf. Ja, und ohne Hermes wäre es alles sehr viel besser gelaufen, wenn man das von Anfang an so gemacht hätte. Ja. Gut, kommen wir mal zu Raketen, wo du dich doch häufiger zufrieden zeigst. Ja. Falcon 9 Block 5 fliegt heute Abend. Fliegt heute Abend, zuverlässig wie ein Uhrwerk, natürlich nur mit Verspätung. Ja, aber vorher angekündigte momentan, Verspätung. Der momentane Zeitpunkt ist, also eigentlich sollte sie jetzt starten, ungefähr. Ist jetzt 23:45 angesagt, unsere Zeit. Glaube ich. Also die nutzen, glaube ich, das Startfenster ziemlich gut aus gerade. Warte, 21:45, das ist dann, 23:47 ist jetzt angesagt. Also ist noch eine Weile hin. Erzähl doch mal, was so interessant am Block 5? Wollte ich gerade sagen, ne? Was so interessant daran, das Ding ist ernsthaft wiederverwendbar. Man hat ja schon die ersten Fotos gesehen. Und man sieht da diverse schwarze Stellen, die nicht wegen Ruß schwarz sind, sondern höchstwahrscheinlich, weil dort einfach ein Hitzeschutzschild dran ist. Ja, man hat halt die ganze Rakete darauf getrimmt, dass sie wiederverwertbar ist, dass sie praktisch bloß kurz inspiziert werden muss und dann wiederverwendet werden kann. Und nach 10 Flügen oder so soll es dann halt eine Generalüberholung geben. Das sind die Pläne. Wann die genau kommen, ist eine große Frage. Triebwerke haben ein bisschen mehr Schub und so Kram halt. Kleinigkeiten, aber das Wichtigste ist natürlich die Wiederverwertung. Es flog vorhin ein Tweet an mir vorbei, dass Elon Musk wohl gesagt hat, dass die wiederverwerteten Raketen derzeit für $50 Millionen verkauft werden. Mm-hmm. Right now, die neuen für 60. Genau. Ja. New Boosters für 60 Millionen US-Dollar. Genau. Ich war mir halt nicht sicher, ob es da irgendwie jetzt einen Unterschied gibt, weil die haben ja lange gesagt, ja, wir verkaufen beides für den gleichen Preis. Jetzt wohl nicht mehr. ist dann halt auch schön zu wissen, weil man dann genau weiß, okay, der Preis für eine neue sind wirklich 60 Millionen. Falcon Heavy wird verschoben. Da hat irgendwie gesagt, die Air Force gesagt, ja, wir wollen hier noch irgendwie mehr Daten auswerten und sonst was. Soll jetzt erst im Oktober, glaube ich, das nächste Mal fliegen. Ursprünglich hieß es irgendwie Juni, Juli oder so. Die ist dann auch komplett Block 5. Dadurch, dass das Triebwerk nochmal irgendwie 8% mehr Schub hat, heißt das natürlich auch, Oberstufe ist auch neu. Mindestens was das Triebwerk angeht, also hat dann noch ein bisschen mehr Leistung. Heißt auch immer ein bisschen mehr Effizienz, weil selbst wenn du die gleiche Düse hast,
hast halt erstmal mehr Druck. Mehr Druck heißt halt, ja, die Düse ist etwas effizienter einfach. Und zweitens, mehr Druck heißt auch, du erreichst höhere Verbrennungstemperaturen im Inneren der Brennkammer. Und das hilft dann tatsächlich nochmal ein bisschen bei der Effizienz. Ja, halt so die üblichen Kleinigkeiten, ne? Aber das ganz große Ding ist halt wirklich Wiederverwendung. Ja. Aber da hat sich bei den Angaben hat sich da nicht viel geändert. 190.000 Pfund Schub, weil die sagen ja immer noch Pfund. Das steht ja auch noch im Wikipedia-Artikel. Und ja, also alles wie angekündigt. Was soll man sagen? Ja, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen, was die Nutzlast, der erste Satellit für Bangladesch. Genau. Mensch, wie heißt der jetzt? Ich kann es mir nicht, merken kann ich es mir nicht, ich kann es wahrscheinlich nicht mehr richtig vorlesen. Bangabandhu. Bangabandhu, genau. Genau. Ja, sollte ursprünglich mit einer Ariane 5 Rakete fliegen. Die wollten das aber gerne mit einer Ariane 5 Rakete fliegen lassen, weil die immer so schön pünktlich ist. Und dann wollten sie den Start genau auf den Nationalfeiertag legen. Und dann gab es den Streik. Wie wir alle wissen, letztes Jahr. Nationalfeiertag ist irgendwann, ich glaube, 17. Dezember oder sowas. Von Bangladesch oder was? Von Bangladesch, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, dann ist auch noch scheißegal, dann können wir auch SpaceX nehmen. Und ja, irgendwie ergab es sich dann so, dass die erste verfügbare Rakete halt wirklich die erste Block 5 Rakete war. Und wir merken langsam, so langsam aber sicher nähert sich SpaceX dem eigentlichen, dem Manifest langsam an, ne? Sind nur noch 5 Monate oder 6 Monate hinter dem, was sie versprochen haben. mussten ja doch eine ganze Menge an Starts noch aufholen, die sie versprochen hatten, weil sie ja zwei Fehlstarts hatten und ein halbes Jahr irgendwie nicht gestartet haben. Mhm. Was ja durchaus ein Problem war für den ganzen Zeitplan, den die hatten. Kannst du dir vorstellen, dass es gab mal Zeiten, wo ein halbes Jahr keine Falcon 9 geflogen ist. Scheint einem ja zur Zeit utopisch. Es gab Zeiten, da ist irgendwie jedes Jahr mal eine Rakete von SpaceX geflogen und das war ein Fest. Ja, und jetzt, ja. Ja, ne? Wie, das Ding landet nicht? Oh. Hack mittlerweile. Ach, das ist, die Planung ist gar nicht gelandet, da muss ich es mir auch nicht anschauen. Nö, ich gucke es mir immer noch trotzdem an. Das ist ach so, ganz interessant, bevor ich es vergesse, bei der ULA streiken ja gerade die Maschinisten. Stimmt, das habe ich völlig vergessen. Das habe ich völlig vergessen mit reinzunehmen. Und das Interessante ist, dass es eine Vermutung gibt, weil InSight ist ja gestartet im Nebel, was eigentlich nicht erlaubt ist, weil man ja Sichtkontakt zur Rakete haben sollte. Genau. Und es gab jetzt eine Visibility Waiver, also dass denen erlaubt wurde, dass sie trotz Nebel starten durften. Und man vermutet, dass die das gemacht haben, damit die Rakete noch fliegen kann, bevor über den Streik abgestimmt wird. Weil das war dann am Samstag flog die Rakete und am Sonntag haben die Maschinisten der ULA über den Streik abgestimmt. Ah, deswegen. Weil, also ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass die NASA freiwillig das Ding im Nebel starten lässt. Also da ist eine Vermutung, dass das deswegen gemacht wurde. Nicht wegen Sicherheitsgründen, sondern wegen PR-Gründen, ne? Ja, komm. Muss man doch mal sagen. Aber hast du das coole Foto vom Flugzeug ausgesehen? Mit Sicherheit. Da ist jemand mit so einer kleinen Propellermaschine irgendwie geflogen und hat dann quasi die Rakete fotografiert, wie sie über den Wolken flog. Das war sehr episch. Ja. Ich fand die Infrarotaufnahmen cool. Da kannst du so richtig schön sehen, die Verbrennungsinstabilitäten. Es gibt Infrarotaufnahmen? Ja. Guck dir einfach bloß das Originalzeug von NASA TV oder so an. Das war alles dann mit Infrarotaufnahmen. Muss ich nochmal nachschauen. Das ist so, sind so Schwarz-Weiß-Aufnahmen letzten Endes. Ah, okay. Also ich dachte so, Infrarot, ich dachte Hitzekamera. Das ist Infrarot. Ja, ja, nee, also ich hatte an Wärmebildkamera gedacht. Das ist nahes Infrarot. Ja. Aber ist halt Wärmebild letzten Endes, ne? Also der Punkt ist, wenn irgendwie eine Flamme brennt oder sowas, das Licht, was du siehst, ist letzten Endes Wärmestrahlung. Ja. Ne? Das ist halt bloß Wärmestrahlung von so einer hohen Temperatur, dass man die Wärmestrahlung auch sieht. Ja,
ist halt nahes Infrarot und du kannst dort richtig toll die Verbrennungsinstabilitäten sehen, weil so richtig hundertprozentig gleichmäßig ist das halt nicht immer. Und da siehst du richtig, wie dann irgendwie mal kurz so helles Zeugs rauskommt und sich dann bis nach hinten in den Abgasschweif dann fortsetzt. Das ist sieht ziemlich cool aus. Dann machen wir mal Raketenvorhersage, oder? Spricht irgendwas dagegen? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe mit Sicherheit sehr, sehr viel vergessen, was ich irgendwie noch sagen wollte, aber ich habe es halt nicht mehr im Kopf gehabt und auch nicht aufgeschrieben. Ach, dann fürs nächste Mal. Ich finde, so eine 2 Stunden ist so eine gute Sendungslänge. Genau. Ein Spiel hat 90 Minuten, der Podcast hat hat etwas mehr. Also dann fange ich, mal an. Also haben wir drüber geredet. 10. Mai, Falcon 9, Banga Bandu 1. In etwas mehr als einer Stunde. Genau, vom Kennedy Space Center in Florida. So, irgendwann eine Elektronrakete, muss man abwarten, wann. It's business time. Ja, aber der nächste Eintrag ist schon die nächste Falcon 9 Rakete. Iridium Next, 5 Satelliten für die nächste Iridium-Konstellation. Apropos, wir haben ja das letzte Mal dieses Buch gehabt, ne? Ja. Iridium-Dingens da. Eccentric Orbits. Genau, Eccentric Orbits. Ich sag mal so, die erste Hälfte, das erste Drittel, die erste Hälfte oder so ist für Raumfahrt noch ganz interessant. Der Rest ist dann so Wirtschaftskrimi. Was auch sehr interessant sein kann. Ja, kann interessant sein. Ist es streckenweise auch durchaus. Ja. Also, ja, wer sowas mag, der kann sich das, der kann das machen. Also, wie die irgendwie über mehr oder weniger tolle Wege versucht haben, Geld für Iridium aufzutreiben, um die Firma irgendwie aufkaufen zu können und ja, so Zeug halt. Um zu verhindern, dass alle Satelliten mit einmal abstürzen und so. Aber du hast jetzt gar nicht gesagt, was die interessante Nutzlast auf der nächsten Falcon 9 ist. Stimmt. Grace Follow-On. Grace war eine Mission mit 2 Satelliten, glaube ich, die einfach bloß das Gravitationsfeld der Erde untersuchen sollte. Und dabei auch so Zeugs wie Wasserhaushalt mit gemessen hat, einfach weil Wasser, was da ist, hat eine gewisse Gravitation und dann kann man das halt messen, ne? Mhm. Und das wird für das deutsche GFZ, Geoforschungszentrum, genau, auf dem Telegrafenberg in Potsdam. Genau. Ja, vielleicht. Das wollte ich noch sagen, was ich tatsächlich interessant fand, ein großer Streitpunkt bei Iridium war, als es hieß, hey, wir lassen die ganzen Satelliten jetzt alle sofort abstürzen, weil bringt ja eh nichts, wenn wir hier alle pleite sind. Einer der Wege, wie man versucht hat, das zu verhindern, das auch recht erfolgreich war, ist, dass man ständig gesagt hat, ja, aber wir können ja gar nicht, wir können die Satelliten ja gar nicht versichern, was ist, wenn da irgendwelche Teile den Leuten auf den Kopf fallen und so. Was relativ lächerlich ist, weil es halt sehr unwahrscheinlich ist und sehr, sehr kleine Teile sind. Und aber das wurde wohl damals wirklich ernsthaft aufgebauscht und so die Folgen merkt man dann bis heute. Also das wurde wirklich einfach bloß, wirklich mit Absicht einfach aufgebauscht, um irgendwie das zu verhindern, dass die abstürzen. Und das ist denen auch noch hinterher auf die Füße gefallen, weil es dann plötzlich hieß, ja, aber ihr müsst jetzt eure Satelliten irgendwie versichern und wirklich versichern könnt ihr ja gar nicht, weil wer weiß, wie viel das ist. Ihr müsst für zig Milliarden das irgendwie versichern, was irgendwie alles schwachsinnig war. Die Satelliten für Milliardenbeträge zu versichern. Und dann hieß es, ja, ihr könnt euch das ja gar nicht leisten, ihr müsst jetzt sicherstellen, dass irgendwie der Staat das Ganze übernimmt und dann gab es damit wieder Probleme und also wenn ihr euch wundert, warum irgendwie plötzlich Versicherungszeugs manchmal auftaucht, manchmal ist es einfach bloß so, dass jemand versucht hat, sich aus einer misslichen Lage, ein Unternehmen aus einer misslichen Lage zu befreien. Und dann irgendwie Panik verbreitet hat und gesagt hat, ja, aber das müsst ihr hier versichern. Oh mein Gott. Mhm. Ja. Ich mache mal den nächsten Start. Das ist nämlich
am 20. Mai Antares mit dem Cygnus-Frachter OA9. Hat der auch schon einen Namen? Ah, ja, habe ich irgendwo gelesen. Aber ich weiß nicht. Ging aber so einen Namen. Genau. Genau. Ich muss kurz schauen, bis wann wir überhaupt starten. Ach, herrlich. Es ist der 10. Frachter, aber sie heißt OA9. Warum? Weil die Nummer 3 abgestürzt. Nee, Nummer 4 ist abgestürzt. Ja, also bis zum 23. machen wir noch, nehmen wir noch die, genau, kannst du auch die Lange Marsch vorlesen. Lange Marsch 4C, ja, ist aber nur angekündigt. Ein Relais-Satellit, weil, wie wir schon drüber gesprochen haben, wollen die Chinesen ja auf der Rückseite vom Mond landen und brauchen dort ein Relais, um damit kommunizieren zu können, weil du kannst ja schwierig durch den Mond hindurch funken. Nee, das geht nicht. Das Noch geht nicht. Nicht. Nee, du musst, das ginge du musst schon, aber wir müssen ein sehr starkes Funkgerät haben. Ja. Je nachdem, wann genau wir die nächste Folge aufnehmen, kann es dann sein, dass die Falcon 9 mit SES-12 schon geflogen ist. Ja, okay, wir also nicht früher als 24. Mai. Das ist genau in 2 Wochen, deswegen so. Ja, schauen wir mal. Und es ist sehr früh, es ist sehr früh am Morgen. Also wenn wir genau in 2 Wochen wieder aufnehmen und der Zeitplan genau so bleibt, dann könnte die schon geflogen sein. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Also dann bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Kommentare habt, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Freuen uns auch über eure Spenden und wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Pfingstferien an alle Studentinnen und Studenten, wenn ihr welche habt. Und ja, gehabt euch wohl. Tschüss. Also wir sitzen jetzt hier, haben uns ein bisschen von der Konferenz abgelöst. Ja. Und Frank macht jetzt mal eine kleine ILA-Zusammenfassung für euch. Er war nämlich die letzten 2 Tage im Grunde 48 Stunden lang auf der ILA. Nicht und ganz. Hat jetzt, nennen wir es 16. Hat jetzt einen gefühlt 30 Zentimeter hohen Stapel an Prospekten mitgebracht, die wir jetzt alle durchgehen werden. In verschiedenen Sprachen sogar. In verschiedenen Sprachen. Nicht alles davon habe ich mir näher angeschaut. Aber ja, also ILA. ILA hat auch immer einen ziemlich großen Raumfahrt-Einschlag. Wir haben hier unter anderem die JAXA gehabt, die Raumsonde Hayabusa ausgestellt hat. Also Hayabusa 2. Also nicht die Raumsonde, sondern eine Raumsonde, die... Also, ein Pappmodell. Ja. Ein Pappmodell von einer Raumsonde. Immerhin im Maßstab 1:1, was durchaus beeindruckend groß ist letzten Endes. Also übermannsgroß, sag ich mal. Oder frausgroß. Ja, so übermenschgroß halt. Ja. Schön auf Japanisch und auf Englisch. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe mich mit denen nicht mehr unterhalten, weil zu viel anderes Zeugs gehabt. Dann DLR und die Ariane Group und so weiter testen jede Menge Methantriebwerke. Wisst ihr ja, habt ja den Podcast gehört. Dazu habe ich dann auch ein paar Interviews aufgenommen. Ich fürchte, die werden wir auf dem Podcast nicht hören. Aber die sind dann bei Golem. Ja, die waren vor allen Dingen nicht dafür ausgebildet. Also waren das Recherche-Interviews? Nein, die waren aufgenommen mit Film. Von daher war das alles optimiert, dass man den Interviewpartner am besten hört. Und aber die erscheinen dann auf Golem. Die sollten dann auf Golem erscheinen. Können wir ja verlinken. Können wir dann verlinken, genau. Prometheus war dabei, Callisto war dabei. Oh ja, hatten wir jetzt gerade. Das hat jetzt mit Methan nichts zu tun, aber scheißegal. Folge. Ja. Was hatte ich noch dabei gehabt? Hier den Space Liner. Das DLR hat diverse visionäre Projekte. Einen super Typen, der kurz vor dem Interview noch schnell das Rotweinglas aus der Hand gelegt hat. ich werde Details dazu den Space Liner sicherlich irgendwann nochmal im Podcast erwähnen. Sobald ich den Artikel dazu geschrieben habe. Ne? Mhm. Fraunhofer-Institut untersucht die Auswirkungen von ionisierender Strahlung. So heißen, im Weltraum haben wir ja jede Menge Strahlung und das hat diverse Auswirkungen. Die hatten dort ein paar nette Ausstellungsstücke von Plaste und Glas nach der Bestrahlung. Das wird dann immer dunkler mit der Zeit. Ist natürlich ziemlich heftige Dosis dann auch. Ist aber halt wichtig, um zu wissen, was da passiert.
zum Beispiel, was haben wir hier noch alles gehabt? Ja, also jede Menge Optik, jede Menge Halbplätze. Paponauten. Paponauten? Paponauten. Das ist ja putzig. Vom DLR ein, vielleicht kennt ihr das, so Puppen, so die aus Papier, die man dann so ausschneidet und dann so anziehen kann. So kann man das sich so ein bisschen vorstellen, aber nur, dass man es jetzt hier nicht anziehen kann, sondern irgendwie zusammenbasteln. Genau, geht zum, wenn ihr noch auf die ELA geht, dann jetzt musst du das heute Abend. Ja, gut. Frank, ich habe noch nicht mal die letzte Folge veröffentlicht. Verdammt, mal schauen. Aber ich kann es zum Sonntag. Wenn ihr auf der ELA wart und beim DLR wenn ihr auf der ELA gewesen wäret. Ja, hättet ihr beim DLR-Stand vorbeischauen können und euch ein Paponauten mitnehmen können. Ja, was hatten wir hier noch? Wir haben diverse Luftfahrt natürlich, Luftfahrtprojekte. Hast du dir auch die Antonov angeschaut, die Antonov 225? Ja, witzigerweise, die ist im echten Leben kleiner, als man sie auf den Fotos so sich vorstellen würde. Das ist ja fies. Es ist fies, ja, aber sie ist vor allen Dingen kürzer, als man denken würde. Irgendwie, ich weiß nicht. Also ja, Tennis spielen kann man drin auch nicht. Okay. Dazu reicht es auch nicht ganz. Also es ist kein Super Guppy. Nee, es ist nicht, ich weiß nicht, aber kann halt mit 600 Tonnen oder so abheben. Ja, kann halt einen Space Shuttle transportieren. Zu denen hier bin ich nicht mehr gekommen, da waren gerade ein paar Russen und die dann mit... Kannst du sagen, was das wenigstens ist, die Leute sehen es ja nicht. Ja, eine Firma, die nennt sich Pinasys und die hat für CubeSat so Zeugs wie Star Tracker gebaut und hier einen Transceiver für Ultrahochfrequenz, also 400 bis 470 Megahertz. Aber schön, dass sie so einen großen Stempel drauf haben, Under Development, damit man nicht glaubt, dass man das schon kaufen kann. Das ist der GPS-Receiver. Okay. Ich hätte mich mit denen gerne unterhalten, ich bin nicht mehr dazu gekommen. Okay. DLR gibt es dann noch ein Projekt namens ALADI, Automated Low Altitude Air Delivery. Was dahinter steht, ist letztens ein Gyrokopter. Also kein Helikopter, sondern ein Gyrokopter. Das ist letztens ein Flugzeug mit einer sich drehenden Tragfläche. Ach, das ist, da hat XKCD mal so ein Ding dazu gehabt. Das kann durchaus sein. Und wollen die halt für Frachttransport machen. Ja, also war schon eine spannende Sache eigentlich. Man kommt halt relativ gut an Leute, wichtige Leute von Ariane Group und so weiter ran. Mhm. Gibt es dann auch immer Pressesprecher und wenn man die nett anspricht, dann vermitteln die das auch weiter und dann kann man auch also Experten... Also du gehst zu Ariane Group auf der ELA und sagst, ich würde gerne mal was zu dem und dem genau. Was wissen und dann sagen die... Wenn du bei Ariane Group weißt, dass dort die PR... Nein, ich sage jetzt nicht PR-Tante, die PR-Verantwortliche, die Astrid Emmerit ist. Dann fragst du einfach nach Astrid. und die ist super. So wie man die zu ESA geht und nach dem Andreas fragt. So ungefähr, genau. Beziehungsweise fragte, der hat sich ja aus den Press Relations zurückgezogen. Achso, was macht er jetzt? Media Relations. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, okay, stimmt, da hat er mal was getwittert. Ja, ich habe ihm im Gegenzug einen Blumenstrauß geschenkt. Okay. Also einen virtuellen. Ach so. Weil er meinte, danke für die Blumen. Ja, so, weil du getwittert hast, er wäre zu gut gewesen. Genau, stimmt. Jede Menge Zeugs halt. Mhm. Natürlich auch so Luftshow, Flugshow, bla, alles Mögliche. Die Amis waren da, haben ihren F-35 vorgestellt. Kampfjet. Ja, Kampfjet, ja. Einmal als Modell, wo dann sich jeder reinsetzen konnte und jeder, der sich reingesetzt hat, bekam dann auch eine Kappe, so eine F-35-Kappe. Yes. Wie viel Militär ist denn da auf der ELA? 50-50 ist, glaube ich, nicht völlig übertrieben, aber es könnte 40-60 sein oder so. Also ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte. Okay. Also ziemlich viel. Auch Bundeswehr? Mit den Bundeswehr Tornados? Auch, ja. Ja, ich war am ersten Tag mit Lutz da. Ja. Und da haben wir dann die Leute, einige also von den Leuten getroffen. Für die Leute, die Lutz nicht kennen, das ist der Regisseur der Ariane-Dokumentation, die wir vorgestellt haben. Genau, ja. Und mit dem war ich halt da und der hat dann... Der war jetzt vor kurzem bei einem Manöver auf dem Nordatlantik und hat dort Leute von der Bremen,
was die Fregatte Bremen, ich hoffe, jedenfalls nochmal getroffen und die waren Helikopterpilote. Nö, einfach bloß, um nochmal Hallo zu sagen. Ah, okay. Und der kannte natürlich auch die Astrid, weil die hat dem mehr oder weniger den Arsch gerettet bei der Dokumentation, ne, mit den ganzen, mit Organisationskampel und so weiter. Und also es ist auf jeden Fall schön. Also dieses Networking, das ist toll. Ja. Der kennt auch jemanden, der in Dresden eine Flugzeugwerft hat und da so Airbus von Passagier auf Fracht umbaut oder halt einfach Wartung durchführt und sowas. Und dadurch kommt man ins Airbus-Chalet über den. Mhm. Und die haben dort immer super Köche. Das hast du vorhin schon erzählt, dass du dich durchgefuttert hast. Die kochen dort irgendwie sicherlich fast schon auf Sterneniveau. Klar, wenn es das Airbus-Chalet ist. Ja. Und nicht nur die Airbus-Snackbar. Genau. Da gibt es dann halt so Zeugs wie Spargel mit Pampelmuse oder so. Merkwürdige Kombinationen, die merkwürdigerweise richtig gut schmecken. Ja. Irgendwie ist mir das. Also du warst jetzt bei Airbus, beim DLR, bei der ESA. Ja, bei CNES war ich leider nicht. Irgendwie hat sich nicht ergeben mehr. Aber und so Ariane Group? Ariane Group, ja. Ja, und irgendwie New Space, war da was auf der ILA? Sicherlich so auch. Ist SpaceX auf der ILA? SpaceX, nee. Machen sowas nicht. Eigentlich nichts. Lockheed Martin und Boeing waren da, aber es ist halt nur Militär. Okay, keine Raketen. Beziehungsweise halt irgendwie Folgen Boeing. Ich weiß nicht, ob ein Boeing-Flugzeug dabei war. Naja. Halt viel Militär halt. Aber so richtig Raumfahrt war da nicht dabei. Mhm. Was schade ist. ULA war natürlich auch nicht da. Also die ganzen sind halt so europäische da, von denen auch nicht alle. Also wenn man so erwartet hat. Ja, so Thales Alenia und so? Thales Alenia war, glaube ich, da. OHB? Roskosmos war da. Okay, was haben die ausgestellt? Modelle von ihren Triebwerken. Okay. So RD-180. Stimmt, habe ich Fotos gesehen, ja. Ich habe mich mit denen ehrlich gesagt nicht unterhalten, weil ich kann kein Russisch und die nicht allzu viel Englisch meistens. kein Abgestellter da mit den deutschen und englischen Leuten reden muss. Ich habe auch so. Oder können die ganzen Raumfahrtleute eh Russisch? Irgendwie habe ich so schon mehr als genug Stress gehabt. Das war schon. Ich wusste auch nicht, was ich jetzt hätte fragen sollen. Ich meine, gut, was der Rogozin sagt, dafür können die nichts. Dass sie jetzt nicht mehr mit SpaceX konkurrieren wollen. Genau. Ja, wie gesagt, irgendwie es fehlte auch der ganze europäische New Space Sektor, der fehlte eigentlich so, was die Raketen angeht. Mhm. Also PLD Space aus Spanien war nicht da. Die Zero to Infinity Leute oder was? Die Zero to Infinity auch nicht. Okay. Nee, es gibt in Spanien mindestens zwei. Ah, oh, stimmt. Diese Arion-Rakete entwickelt PLD Space, glaube ich. Die waren halt alle nicht da. Es waren die ESA hat ja so einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die sind hier gerade bei der New Space Konferenz und da ist viel mit Wettbewerben. Genau, willst du nochmal erklären, was das denn, dein Ärgernis mit Wettbewerben ist? Das Ärgernis ist im Wesentlichen, wenn du irgendwie ein Geschäft aufbauen willst und das heißt, ja, du sollst an einem Wettbewerb teilnehmen, irgendwann musst du den halt gewinnen oder du bist halt ruiniert, mehr oder weniger, wenn du Pech hast. Also je nachdem, wie du dein Geschäftsmodell aufgebaut hast. Aber die Leute, die dann halt sagen, ja, es ist uns scheißegal, ob unser Geschäftsmodell ohne diesen Wettbewerb funktioniert oder nicht, die haben dann zweifelsfall die besseren Chancen. Nächste Problem ist, so ein Wettbewerb gewinnt man immer nur durch Juryentscheid letzten Endes. Und dann muss man letzten Endes man muss halt das erfüllen, was die Jury sich so vorgestellt hat. Und ob man da dann wirklich diese Innovationen bekommt, ist halt durchaus fraglich. Ja. Man bekommt dann halt genau die Innovationen, die andere sehen wollen. Aber ist das dann innovativ? Ich würde sagen, per Definition schon fast nicht mehr. Mhm.
Ja, es war jetzt halt hier, wir sind jetzt auf der New Space Visions Konferenz. Ich weiß nicht, wie viel Anmoderation ich jetzt an diesem Podcast noch mache. Und da, ja, nur damit man sagen, wo man ist, hier im Ludwig-Erhard-Haus. Da war halt am Anfang sehr viel diese Copernicus Masters und ein Bündel an Wettbewerbsausschreibungen für Leute, die irgendwas mit Galileo-Navigationssystem machen, weil die ESA, beziehungsweise jetzt hier, wie nennt sich das, GNSS? Ja, Galileo Navigation Systems. Die wollen jetzt irgendwie, dass die Leute anfangen, Galileo zu benutzen. Das eine Panel hieß tatsächlich Galileo is there, use it. Ja. Also die haben da irgendwie Probleme, Anwender für ihre Galileo-Systeme zu finden. Ja. Weil es halt so lange gedauert hat und niemand weiß, in welchem Status sich gerade Galileo befindet. Wie gesagt, die letzten 4 Satelliten fliegen dann mit der ersten Ariane 6 Rakete 2020. Also die letzten vom Galileo-System. Ja, aber ich glaube, die sind redundant. Also irgendwie kurz davor sollte es dann komplett sein. Ja, hat er gesagt, jetzt sind es 18 und dann kommen nochmal 4 im Mitte des Jahres. 4 kommen nochmal mit einer Ariane 5-Rakete. Das wird die letzte Verwendung der ES-Stufe sein. Dann sind wir bei 22 Satelliten. Ja, und ich glaube dann irgendwann halt mit der ersten Ariane 6-Rakete sollen dann nochmal 4. Aber dann, wenn die letzten jetzt redundant sind, dann müsste doch Mitte des Jahres schon die quasi sollte finale jetzt komplett Konstellation. Sein. Ja, ja. Aber es hat sich halt so lange hingezögert. Dann kamen noch die Probleme mit den Uhren dazu. Ja, stimmt, wir berichteten. Dass sicherlich auch einige Leute einfach abgesprungen sind, den Mut verloren haben. Zwischendurch, weil Galileo, ich meine, reden wir jetzt seit 10 Jahren von Galileo oder noch länger. Ja. Ja, und es ist jetzt, es war jetzt halt diesen Vormittag sehr viel Wert auf Galileo gelegt worden. Und auch Erdbeobachtung. Ich weiß nicht, wie das eine zum anderen zu tun hat, Galileo und Erdbeobachtung. Ist ja mehr Sentinel dann. Also Copernicus. Ja. Also Copernicus ist ja quasi das Übersystem, wo dann Sentinel drunter fällt. Ja. Ja. Gut, ich glaube, das war's dann mit der ILA-Zusammenfassung. Was ist das hier noch? Merlin? Was ist denn das? Ach so, Merlin. Das hatte ich einfach nur mitgenommen. Das ist die Atmospheric Methane Leader Mission. Ich bin da nicht mehr dazu gekommen, nachzubohren, was genau das ist. Ist wieder ein Erdbeobachtungssatellit, natürlich um zu schauen, wo Methan ist in der Erdatmosphäre. Genau, von CNES und TLR. Ja. Heißen die CNES oder CNES? CNES. CNES. Ja. Auch auf Französisch? Die sagen alle Kness. Ja. Es gab dann noch irgendeine deutsch-französische Kooperation. Ja, Callisto ist letztens auch so deutsch-französisch. Ganz witzig ist, als ich über Callisto gesprochen habe und gesagt hatte, ja, es ist ein Japan. Wir hatten uns kurz davor, vor dem Interview nochmal unterhalten. Ja, aber bei dem Triebwerk, bitte nicht sagen, dass das ein japanisches Triebwerk ist, weil das ist noch nicht offiziell. Aber wo weißt du das? Weil es überall steht. Aber dürfen wir das schon im Podcast sagen, dass es ein japanisches Triebwerk ist? Ich darf nur nicht sagen, wer es mir gesagt hat, weil der darf es nicht offiziell sagen. Aus gut informierten Kreisen. Genau das. Aus gut informierten Kreisen wissen wir, dass es japanisch ist. Aber so ganz offiziell darf man darüber noch nicht reden, weil die Japaner erst sicher sein wollen, mehr oder weniger, dass das alles funktioniert. Und dann sagen sie hier, das ist ein japanisches Triebwerk, irgend sowas. Ja, schade, dass jetzt die ULA nicht da war und du sie auf ihrer Omega-Rakete... Das ist ja nicht die ULA, das ist Orbital ATK. Ach so, stimmt, das Orbital ATK. Waren die da? Nicht, dass ich wüsste. Ja, ich glaube, die ganzen... Ah, das wird ja wahrscheinlich noch mal mehr sein, wenn wir dann im Oktober auf der ILA auf der IRC sind. Ja, das sollte noch mal mehr sein. Ich werde mal schauen. Ich habe übrigens eine stehende Einladung. Also keine ganz konkrete, aber dass man mal nach Lampolzhausen gehen könnte. Das hat doch der Andreas schon mal zu uns gesagt. Ja, genau. Also wir sollten das irgendwie mal wahrnehmen. Ja, 100. Folge soll ich behaupten. Ja, ich werde mal schauen. Es gibt einen Nachfolger oder eine Weiterentwicklung vom Vinci-Triebwerk. Da darf man auch gespannt sein. Das Da Vinci-Triebwerk heißt es dann? Das Da Vinci-Triebwerk, sehr schön. Das Vinci-Triebwerk wird jetzt wo eingesetzt? Oberstufe Ariane 6. Also da gibt es schon eine Weiterentwicklung von dem Triebwerk, was gar nicht fliegt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da geht es darum, dass das billiger gemacht werden soll, so mit 3D-Druck und so weiter. Ja, das ist meiner. Achso, das ist deiner? Okay. Das ist mein Paponaut. Dein Paponaut. Gut, dann darfst du den behalten. Ich habe genug. Dann gehen wir wieder soweit rein, oder? Soweit zur
zum ILA-Rückblick, den Rest in meinen Artikeln und dann in den nächsten Ausgaben. Genau.